Taste gibt es eine Mute-Taste, das ist die Taste X. Ja. Das haben die Leute ja gesagt. Hä? Ja. Das wird scheiße. Okay, warte, ich muss wieder game. Warte, ich muss mal kurz. Ich muss mal kurz im Spielbereich laufen. Aber jetzt können wir aber endlich loslegen, Alter. Ja, nice. Also da gleich nochmal mit der Steuerung gleich, ne? So, wer ja. ist Level-Typ ja. hier? So, kann mir einer kurz sagen, ob die im Stream ein Bild haben? Hä? Leckt er nur bei mir, ne? Leck ich? Nee, nee. Okay. Gerade war, oder? Wer von euch ist der Lobby-Typ? Ich bin der. Ich hätte gerne noch was getrunken. Bring schnell. Ich grad nicht. Ja, ich mach grad eben so ein Clicker-Game. Achso, kannst du das Lobby schon mal einstellen? Ja, mach ich. Chat, ihr seht alles, ne? Nice. Okay, jetzt geht's los, Alter. Hat ja nur 3 Stunden gedauert. Muss, Wir haben in den VR-Steuerung was anderes als die anderen, ne? Ich muss dir das gleich erklären, weil ich finde das okay. verwirrend. Kann ich jetzt schon das Funkgerät genau. ausprobieren? Nee, ne? Nee, noch nicht. Okay. Ich bin der Kicker-Game ja, da. Ja, ich starte das. Was spielst du für dein Kicker-Game? Was spielst du denn? Achso, ich füge wieder meine Taschenlampe hinzu, ne? Pascal läuft bei mir Moonwalk. Gut. Ja, muss auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Guck mal her, Pascal. Eben ready. Denzel, jetzt geht's los! Okay, jetzt bin ich bereit, Junge. Komm, los geht's. Habt ihr alle ready? Okay, gut. Haben wir Taschenlampe nochmal hinzufügen, bitte? Oh ja. Pascal? Nee, haben wir doch schon mal. Okay, sorry. Go rein da! So, jetzt Leute, endlich die allererste Runde! Phasmophobia! So. Dennis. Versuch's nochmal. Ihr hört mich, ne? Ja, ich höre dich. Okay. So, jetzt teste ich mal das Funkgerät. Ich höre dich. Ja, ja. Test, Funk. Yo! Geht das Funk? PD 99 melde 1022. Mach dich mal ein bisschen lauter, Dennis, bei mir, ja. Warte. Warte, ich kann mal meine Einstellung öffnen, kann ich auch mal ein bisschen lauter machen, ganz kurz. So. Okay, perfekt. So, ihr hört mich noch, ne? Ja. Ja. Okay. Hier, putz die Hörer, ne, alles gut. Darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Warum seid ihr, warum bin ich auf 99%, bin ich dumm oder was? Das ist immer so plus minus 2%. Das variiert immer, das ist okay. Das variiert. Okay, Dennis, ich beginne mit der Einführung, ja? Ja, mach mal. Ich beginne mit der Einführung. Also, nochmal kurzer Test hier. Hallo, ich bekomme bitte bei McDonald's einmal einen Cheeseburger. Check, so 10,99, komm. Okay, und jetzt nehme diese Hand, geh damit auf deine rechte Hand. Schulter und ziehe nochmal das Buch hervor. Das ist deine linke Hand. Genau, das ist die rechte Hand. Wo ist das Buch? So. Das ist so eine Übungssache. Also ich habe es auf meiner Schulter. Wenn ich mit dem Controller auf meine Schulter packe, dann geht das. Ich hatte es ja vorhin auch. Warte mal. Ja, ich weiß. Ich musste das auch erst lernen, ey. Brauche ich das Buch dringend? Ja, für später. Ja. So zwischen Ohr und Schulter hole ich das immer raus. Geht's wieder nicht. Was ist das denn so, für ein Mist? An der Seite. Warte mal, ich geh mal hier ein Stück hier rüber. An der Seite von der Schulter. Ja. Naja, ansonsten machen wir das gleich irgendwie, Dennis. Hab's dann ganz so Walkie-Talkie schon mal. Das ist ganz cool. Ich krieg das Buch nicht raus! Irgendwo auf der linken Seite, auf der rechten Seite oben auf jeden Putz, Fall. Putz, hilf mir auf doch der rechten Seite oben. Ich kann nichts machen. Gib mir das mal an, Putzi. Gib mir das mal an, Putzi. Er würde das doch gerne geben. Bei mir, bei mir ist es so, wenn du auf deine Schulter packst und rechts ein bisschen weiter nach unten gehst. Und dann du musst wahrscheinlich einen Trigger drücken, also ich muss da einfach den Controller festhalten, weil das hier so ein Touch-Ding hat. Ach so, warte mal. Musst du irgendeinen anderen Knopf drücken, ja? Irgendeinen anderen Knopf. Oh, mein Arm, ey, ich krieg gleich Sperre in meinem Arm hier. Kann da bitte jemand ein Gift draus machen? Das gibt's doch nicht. Ich muss mir angucken. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Hör auf zu lachen. Ich helf dir hier. Putzi, gib mir dein Buch. Nimm
Nee. Kann nicht einer mit mir mitgehen und ich guck bei denen ins Buch? Ich kann doch hier reingucken. Na, panken muss ja. Du brauchst das, um ja hier zu verdienen. Du musst es ja selber einloggen. Das gibt's doch nicht, ich komm nicht da dran. Eins rein später. Wo ist das? Du hattest es ja gerade, ne? Hatte er es? Du hattest es gerade. Ja, in der Runde davor hatte der das. Gib mir mal das Buch hier, Matte! Der Dennis stabbt gerade. Dennis stabbt. Da, hä? Wo kommt das her? Na, da ist es ja! Das Buch! Wo kommt das her? Das Buch! Also, ich muss steppen, Leute, damit ich das Buch hab. So, wie blätter ich um? Ja, hier, genau. Und ganz hinten ist die Seite, wenn du jetzt... Wenn du jetzt ganz hinten hingehst, ne? Ganz bis zur letzten Seite. Bin ich? Da hast du so eine Seite, die heißt Beweise. Hab ich, ja. Und die brauchen wir am Ende und so, da tragen wir alles ein und dann finden wir den Geist, genau. Und dann kriegen wir die Belohnung. Und für jeden Bereich, was du richtig hast, kriegst du Geld. Deswegen ist es so wichtig, sonst machst du kein Geld. Okay, das heißt, also ich muss Beweise suchen, ne? Aber was sind denn Beweise? Was sind denn Beweise? Also pass auf, kann ich kurz Einführung weitermachen? Dann mache ich so alles nach und nach, wenn okay ist, Kutschi? Okay, Dennis, guck mich an. Warte, bleib mal stehen, kurz. Eine Sekunde, ja, bleib mal kurz stehen, komm mal her. Warte, bleib mal stehen. Na, wo ist es wieder? Oh mein Gott! Okay, Dennis, lass ganz kurz weitermachen. Lass ganz kurz weitermachen. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es herkriege. Dann kriegst du gleich schon wieder das Buch. Okay. Hör mir jetzt zu, Dennis! Ich höre zu. Diese Wand hier. Ich lese mal vor, hör mir zu. Ja, Pascal, geh mal aus dem Weg. Einige weitere Untersuchungen. Okay, sorry. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Donna Brown, ne? Okay. Der Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten, ne? Das heißt, also ich darf nicht Donna Brown sagen. Redet Paul eigentlich nicht? Ja, die redet doch. Vielleicht nicht. Gut, wenn du den Namen des Geistes sagst, freut er sich und wird aber auch nicht aggressiver. Mehr. Putzi, red du mal. Was? Hallo. Okay, hörst du mich noch? Okay, Putzi, höre ich. Pascal? Ich höre Paul auch. Nein, jetzt liegt das schon Pascal? Scheiße, ich weiß auch nicht. Ja, Pascal, hörst du mich? Du hörst mich? Ja, Pascal, ich höre euch alle. Putzi, du hörst mich? Pascal, hörst du mich so? Ja, ich höre euch alle. Ich will keine schlechte Laune verbreiten, aber ich glaube, wir müssen auch Nein. Ja, das Game ist übelst buggy, wenn es darum geht. Das habe ich öfters. Okay, dass wir trotzdem die Grundlagen nochmal zu Ende erklären, ja? Okay. Okay. Das ist erstmal das. Wir gehen gleich ins Haus rein, wir haben Equipment und mit dem Equipment versuchen wir rauszufinden, was für ein Geist das ist. Das ist also das Grundprinzip. Wir haben später noch optionale Ziele. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt? Das ist ja... Dennis, hör mal auf! Das ist ja... Ja, das sieht so lustig aus, weil du stehst da, du machst so. Entdecken Sie, Ja, weil ich muss das so zeigen. Reinigen also Sie halt den Bereich in der Nähe des Geistes, ne? Mit Räucherstäbchen. Das musst nicht, du nicht machen, aber du kriegst mehr Geld, ne? Finde einen Raum unter 10 Grad mit einem Thermometer. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix, ne? Achso, okay. Ich höre nichts, so, weil Pascal die ganze Zeit reinredet. Ja, ich weiß es ja nicht, dass sie spricht. Ich höre sie ja nicht. Hörst du mich, Pascal? Ja, hörst du mich denn? Ich Putzi und ja. Aber dann stelle ich doch. Aber hörst du die Pan im Funk? Hallo? Nee, ich höre gar nichts von ihr. Funk mal, Pan, Funk mal. Sprechen oder so. Hallo, Pascal, Roger. Ich höre das Funkgeräusch, aber das hier redet euch nicht. Ja, komisch, ich höre. Okay, egal, ja, weiter. Aha. Okay, warte. Hier ist unser Equipment. Da kommt immer mehr dazu, ne? Ich rate dir auf jeden Fall zur Taschenlampe. Und das hier ist meins. Das nehme ich immer. Das ist, guck mal, das hier ist ein EMF-Reader, ne? So sieht der aus. Ja. Und den mache ich an. Und wenn der Geist in der Nähe ist, dann schlägt der aus. Wenn der zum Beispiel auf 5 ausschlägt, trage ich das ins Buch ein, weil das ist schon mal ein Hinweis auf den Geist. Aber nur, wenn er bei der 5 ist. Ne? Ja. So. Dann haben wir hier unten noch ein Buch. Nicht zu verwechseln mit dem Buch, das wir ja schon haben. Und in das Buch, gehen wir hin und sagen hier... Runtergefallen. Dann gehen wir hin und sagen hier, trage etwas in das Buch ein. Wenn der Geist da reinschreibt, können wir das auch unter Beweise machen. Ne? Und warum sollte der Buch da reinschreiben? Putzi, komm mal noch kurz. Ja. Warte kurz, bleib mal stehen, Putzi. Warte, nicht bewegen. Leute, das ist... Pan, mach mal schnell ins Zwiebeln. Das weiß ich, Denzel. Nicht bewegen. Pan, mach mal schnell ins Zwiebeln. Ja, ich kann mir vorstellen. Du siehst ja die Zähne und alles. Das sieht meine Zunge. Ey, lass mich deine Freude machen. Was? Was für jetzt? Get your Dennis an. Dennis, go. Dennis, ich bin ready. Dennis?
Boah, ist ganz schön mit den Kindern hier immer. Dennis! Gut, nicht so eine Schmutzfink. Ja. Ich hab jetzt Dennis, das hat mir gefallen. Guck mal, ja. siehst du das da? Eine Kamera. Siehst du, was ich da gemacht habe auf dem... Ey, das bin ich! Und, ja. Nee, ich sehe mich selber gar nicht. Ich kann jetzt aber auch... Genau, du siehst dich da nicht. Das hier ist Nachtsicht, ne? Ja. Kannst also auch im Dunkeln und sowas alles, ne? Mit der Kamera, die... Bin ich aber die ganze Zeit alleine unterwegs? Nein. Nee, wir gehen zusammen. So, ja, warum... Weißt du, wir fangen jetzt gleich einfach an zu spielen und dann machen wir das einfach mal zusammen und siehst du das. Da ist eine Map von der Dingens und jetzt starten wir nochmal die Lobby neu, da freut sich der Dennis. Also brauchen wir wieder eine neue Nummer, ne? Ja. Ich glaube, wir kommen gleich in die gleiche Lobby, oder? Nee, wenn ich die Lobby doch neu aufmache, dann kommt eine neue Nummer. Oder kann der Pascal nachjoinen? Ich glaube, das kann auch probieren. Ja, komm, machen wir direkt eine neue Lobby, komm. Mach direkt eine neue Lobby, dann ziehen wir einmal durch. Also raus, ne? Es tut mir leid. Ja, scheiß auf dich, ey. Alles gut. WTF. Gefällt euch der Stream-Chat? So, warte, ich gebe ihm den PIN wieder ein. Sorry, Leute, dass das so kompliziert ist, aber jetzt ziehen wir durch. Jetzt geht's los. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt die Hölle auf Erden. Ich glaube, jetzt geht's los. So, warte, ich gebe ihm den PIN ein. Und wenn Subs kommen, Leute, Dankeschön, ja? Kann ich das eigentlich so sehen? Ja, nein. Habe ich das ausgestellt? Ja. Privates Spiel beitreten. Soll ich kurz eingeben? Wir machen das nächste Mal nochmal, ja? Wenn ihr Lust habt. Und dann machen wir das, dann haben wir ja schon mal das Grundsetting angeschlossen. Ne? Warte, sagst du Sachen? Ich hab die Tage lang im Kopf. Echt? Ja. Ja. Yeah. Pascal, trainierst du? Bist du, machst du nicht? Nein, ich trainiere nicht. Aber irgendwie kriegst du bestimmt die Karte. So, ihr hört mich, ne? Ja, das sagt er immer. Dennis, so. Hast Dennis gesagt. Sagt ja, wir hören dich. Okay, nice, ja, dann let's go. Ja, ne? Ich will jetzt los, ey. Ich bin so ready. Ey, Taschenlampe, brauchst du? Warte, Taschenlampe. Ich hab drei hinzugefügt. Okay, warte. Ich hab auch eine. So. Aber dann, ist egal. Dann vier starke und eine normale. Okay, gut. Also ganz kurz, Leute, nochmal ganz kurz für euch, Leute, herzlich willkommen, wenn das auf YouTube hochladen wird, zur allerersten Folge von Phasmophobia mit der Pan, mit dem Pascal und dem Putzi. Ja, aber das kommt. Pan? Oh, danke, endlich höre ich. Ich höre dich, ja. Okay, nice, es geht, okay. Okay, nochmal jetzt ganz kurz zur Erklärung. Also, ich habe ein Buch, ne? Das ist das Buch. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie ich das Buch kriege. Ja, dann habe ich zwei Hände. Dann haben wir hier... Die Information, wir müssen in ein Haus, wir sind ein Team, ne, wir sind zu viert, wir sind praktisch Geisterjäger, ne? Und nicht wundern über den Sound, der ist miserabel, weil das über die Oculus läuft. Habe ich alles richtig gesagt? Hier haben wir noch ein Funkgerät, hört ihr mich über den Funk? Hallo? Mach nochmal. Check, 99, check. Jemand hört dich? Nein, jetzt. Hast du mich nicht gehört? Doch, jetzt gerade ja. Okay, nice, ja cool, dann läuft doch alles, dann lass uns starten. Dennis, so für Dennis ist es das erste Mal. Hallo Leute auf Dennis' YouTube-Channel, das war natürlich gerade wieder seine Anmod, ich kenne das ja. Dennis, folg uns erstmal so und guck mal so ein bisschen, was wir machen. Ich glaube, das ist viel besser, als alle Einzelheiten zu erklären. Was macht er da? Dennis. Komm mal her, Pascal. Boah. Ach so. Warte mal, Pascal, warte. Dennis? Warte, einmal. Duck dich mal, Pascal, warte. Warte. Ich will das gerne mal aus der anderen Sicht sehen. Okay, let's go. Entschuldigung. Nee. Dennis. Ja. Wir sind ja VR, ne? Wir haben eine Besonderheit. Genau. Nehmen wir mal zwei Items. Eine, nimm da unten die Taschenlampe, ganz unten da. Ja. Hab ich. Ich muss hier ein bisschen rübergehen. Jetzt nimm mal die Taschenlampe, ne? Ja. Mach die mal an, ne? Hast du ja auch. Hab ich. Und jetzt pack die mal hier unten an deinen Ring dran und drück mal den Trigger. Ah, boah, mein Gott. PD99. Jetzt brauchst du die auch erstmal gar nicht... Ja, du brauchst sie jetzt auch erstmal nicht benutzen. Das ist die Besonderheit an VR. Ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber ich würde sagen, der Dennis nimmt das Buch. Das hier unten, ne? Nee, der Dennis. Das hier? Ja, und pack dir das auch mal da unten erstmal. Genau, pack dir das auch erstmal da unten dran. Boah, genau.
Pascal, guck mir nicht so in den Schritt. Dann bin ich ein Kerl oder eine Frau? Oh, sorry. Eine Frau. Komm, let's go. Oh. Wir, machen, okay. Wir fangen jetzt an. Soll ich die Videokamera mitnehmen? Soll ich die Videokamera mitnehmen? Ja, ja, mach. Mach. Ich hab keine Ahnung, was passiert, Leute. Okay. Wann wusstest du mich? Ist echt. Mein EMF-Reader. Ah ja, oh, EMF, hey, ich hab den auch. EMF ist gut. Achso, nee, du hast Geisterbox habe ich hier. Geisterbox und Kamera habe ich. Ich bin so am Zittern. Ja, Leute, die was? Zusammen und auch alleine Dennis sind, sollte ja zuerst reingehen. Dennis, nee, du gehst Dennis zuerst rein. Du gehst zuerst rein. Okay, ich geh vor. Das kann ja nicht so schlimm sein. Dennis, geh vor. Oh mein Gott, Leute, nee, da geh ich doch nicht rein. Der Geist antwortet auch auf Gruppen, ne? Da geh ich doch nicht rein. Wie heißt denn der Geist? Mark Miller. Mark Miller heißt er. Mark Miller. Hör mir wirklich zu, ne? Ja. Ganz auf den Namen sagen. Wenn jemand in dein Ohr haucht, sag uns das. Was? Es haucht jemand in mein Ohr? Bist du bekloppt? Hörst? Ja, wenn du eins hörst, sag das. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wenn der Geist da ist, versteck dich in den Nebenraum, hock dich hin und nichts sagen. Nichts. Das Gewiss, was ist das denn für ein Spiel? Wie, ich muss mich verstecken? Wo? Ich muss mich auch hinhocken? Immer ganz auf Mark Miller sagen. Warte, ich mach mal eine Übung, warte. Hey. Einfach so auf dem Boden, so richtig in real life hocken. So? Genau. Sieht man dann, das überhaupt in der Cam? Ich guck also du hockst hier auf jeden Fall, Dennis. Ich mach das immer so, ich guck gegen eine Wand, mach Licht aus, mach alles aus und dann bin ich ruhig. Und wenn die Leute das irgendwie Beste, sagen, ja, hey, genau, sag mal was, mach ich mal den hier. Dann wissen die immer, dass ich gerade reden kann. Stimmt. Aber hey, aber nee, das hört der Geist. Echt? Aber ich finde das... Komm mal her, kurz, Pascal. Ja, dass es der Geist hört. Bleib mal stehen, ja, bleib mal stehen. Ja, wenn das der Geist, das heißt der Geist, dann du wenn ich drin bin, Pan, du machst das, dann killst du mich damit, weil der Geist meinen Funk hört. Ah, okay, alles klar. Okay, warte, ja, warte, stopp, was heißt, warte mal, was heißt der Geist killt? Ja, nix, ja, der Geist heißt, sagt hallo. Was, und was passiert denn? Also der redet ja erst mit dir, ist ja klar. Dennis, ne? Warte, Dennis, ich hab eine Idee. Dennis, warte, stopp, let's go, Dennis, komm. Da rein, wir gehen zuerst, weil ich möchte wissen, wie der... Dennis soll zuerst reingehen, oder? Aber Dennis soll doch zuerst reingehen, oder? Ja, okay, dann Dennis geht. Dennis! Rein da! Da gehe ich nicht rein. Da gehe ich doch nicht rein, bist du bekloppt? Hallo? Das ist der Taschenlampe, ne? Komm mal, ey. Dennis, geht rein. Oh mein Gott! Das macht so komische Geräusche, wenn man da rein ist. Dennis! Go. Oh, ich hab meinen EMF-Reader hier. Wie heißt der Geist? Dennis, Mark. So, oh mein Gott! Ey, warte mal! Hey! Psst. Warum warst du mich mit? Sei doch ruhig! Denzel! Der nix ruhig! Jetzt mach mal Licht an! Das ist voll doof! Ja, ne? Jawohl, easy! Sehr schön! So, Denzel, jetzt musst du den zu Geist suchen! Such mal Geist! Denzel, such mal Geist! Paradise! Denzel, ja, ruf mal den Geist und frage ihn mal, ob er da ist! Haben wir noch Zeit, den Namen zu sagen, bevor der reagiert? Ich glaube schon, also 5 Minuten. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Was? Was? Ich hab meinen EMF-Reader. Mein EMF-Reader ist runtergefallen. Wo ist der? Echt? Denzel, es ist unheimlich. Leute, der ist weg. Ich glaube, er ist im Teppich nur. Ich versuche mal irgendwie zu holen, wenn er da wirklich liegt. Aber. Ich glaube, er ist im Teppich. Oh nein, wir haben keinen EMF-Reader. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht, ne? Pan, was machst du denn? Was ist das? Was ist das? Das ist die Geisterbox, da redet man mit dem Geist, alles gut, denn ich kann mit dem Geist reden. Willst du mit dem Geist reden? Nee, ich will die Nudeln hier. Mit dem Geist, komm. Kann mir einer mal kurz helfen hier? Kann mir kurz einer helfen, das hier aufzumachen? Ja, klar. Pan, hast du das Licht ausgemacht? Oh mein Gott. Mal hier auf dem Boden, ob hier irgendwo mein EMF-Reader ist. Jo, Dennis, Alter. Pascal, du bleibst bei mir, ne? Wenn du abhaust, ich werde dich immer in Rainbow Six töten. Was eh? Oh, guck mal hier, Pascal. Das Pan hat ein wichtiges Gerät gehabt, ne? Auto-Tuner, Alter. V6 oder V8? Performance, how to set up the perfect suspension. Der Erik verarscht dich immer, wenn er die Silence ist. Sagt immer, oh, Dennis war hier. Ey, und was sagt der Erik, wenn der das hier sieht? Du warst hier? Was? Leute, wir haben ein Problem. Warum bist du immer so am Dancen eigentlich? Ich muss ja auch mal sein, guck mal. Bist du Trump? Huge. Nee, ich hab... Oh, weg mit dem Buch, warte mal.
Ich habe mein EMF-Reader nicht, das heißt, wir sind nicht gewarnt, wenn der Geist kommt. Der kann jetzt halt jede Sekunde um die Ecke kommen und wir wissen vorher nicht Bescheid. Mark Miller. Wir auch auf, hat man eigentlich in VR auch diese Gefriertemperatur, wenn der Atem da ist? Ja, die müssen also dieser, da. Stimmt. Okay. Ja. Oh mein Gott, was ein Missspiel. Hey, warum habe ich ein Buch in der Hand? Dennis, achte mal darauf, wenn du irgendwo so Atem siehst, also deinen eigenen Atem. Weil es kalt ist. Ich glaube, er ist oben. Der könnte oben sein. Diese Pose. Dennis, komm mit. Weil ich habe gedacht, ich bin in der Welt. Ist das das erste VR-Spiel von Dennis? Die hat irgendwas geknackt. Dennis, ist das dein erstes VR-Spiel? Ja. Dennis, also, ist das dein erstes? Ist es dein erstes? Nee, ich hab schon mal. Knochen! Hat jemand eine Kamera? Oh, Knochen! Ja, ich hab eine Kamera dabei. Oh, mach mal. Oh, was denn da? Den Knochen dann auch mitnehmen, ne? Genau. Alter, lol, da ist eine Axt im Spiel. Dennis, hast du gesehen, da war ein Knochen. Wir haben ein Foto von gemacht, haben den aufgehoben, kriegen wir extra Punkte. Okay. Klopapier auch, weil das ist ja aktuell auch rar, ne? Können wir das mitnehmen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Den kann man auch nicht mitnehmen. Oh, was denn das hier? Ist eine Axt? Was ist das denn? Da raus, ne? Hey, nimm mich mit, bitte. Wie hoch ist denn dieses Haus? Wo ist denn? Dennis, wenn wir den Raum gleich finden, musst du mit dem was machen und dann sag ja. Ich mal Bescheid. Du schaffst das schon, Dennis. Bist du da? Hör auf, den immer zu rufen! Gib uns ein Zeichen. Ich sag's deinen Namen, wo bist du? Ich frage nur, wo er da ist. Welchen Namen meinst du? Mark Miller? Halt's mal hol! Mark Miller heißt er, glaube ich, Pan, ja. Oh Gott, ich hab mich auch angefangen. Hier liegt was. Hier liegt was, ich brauche mal eure Hilfe. Bitte nur noch bitte. Achso, da. Ist er oben? Nee, ich hab keinen Mann. Hier unten liegt eine Puppe. Dennis, wo bist du? Alter, hier liegen alle Stofftiere. Die Voodoo-Puppe kannst du. Wirf die mal. Oh, nice. Ja, die Voodoo-Puppe ist hier. Nice. Erklär nochmal. Also erklär ihm nochmal. Muss man die auch fotografieren? Mit der Voodoo- und mir auch, wie das mit der Voodoo-Puppe. Ich hab die und jetzt? Ich weiß nicht, wie es geht. Was mach ich jetzt damit? Oha, warum vibriert das? Oh, was passiert? Dennis? Das Radio ist an, das Radio ist an. Komm mal zu mir, Dennis. Dennis, komm mal her. Radio an. Dennis, hier in den Raum würde ich reingehen. Hier, geh mal rein, hier. Wo? Dennis, hier würde ich mal reingehen. Geh mal rein. Geh mal hier rein, Dennis. Du dir weg. Wo ist die? Dennis, wo ist die hingeflogen? Weiß ich nicht. Darüber. Wo ist die? Dennis, geh mal rein. Die fliegt zum Geist. Nein, ich geh da nicht rein. Wir müssen die finden. Hier ist ein Schlüssel. Dennis, geh mal rein. Oh, das ist ein Schlüssel. Gib uns ein Zeichen. Kalte Temperaturen. Hey, echt? Okay, aber keine Geisterbox, keine. Du musst das jetzt eintragen, Dennis. Geh mal rein. Du musst einen Beweis eintragen, Dennis. Okay. Du musst dein Buch erstmal holen, ne? Dennis, geh mal rein und frag, ob er da ist. Was soll ich fragen? Sein Name. Guck mal da oben! Na, geh ich nicht rein. Hä? Ja, aber einer muss Dennis, allein rein und einer muss das reingehen. Buch hinlegen und sagen, dass er was ins Buch schreiben. So, Feierabend! Geht aber auch auf Gruppenpaar, jetzt schön ne? rein, Dennis! Komm jetzt! Dennis, du musst rein, wir können, hinlegen! Wir können ja eigentlich zusammen rein, oder? Der reagiert auch auf Gruppen. Mach zu, lass zu, lass das zu, lass sie da rein! Lass sie da rein! Kuckuck! Pan? Ist sie tot? Pan? Wo ist sie? Ah! Oh, Alter! Ah! Oh mein Gott, ey, ich hab mich auch erschrocken. Bist du bekloppt? Ja, weil der nicht so scheiße ist, weil du so kacke bist. Geh weg jetzt. Mark Miller. Du hast das Buch, du musst das... Was? Mark Miller? Genau, Dennis. Du musst das machen. Dennis, der geht rein da. Weißt du, geht nur, wenn du alleine bist. Leg das Buch hin und sag, du sollst aufschreiben. Schreib ins Buch. Ja, der geht auch schreiben, Pan, das stand im Main. Leg das Buch am Boden, du musst das Buch am Boden legen. Du musst das Buch am Boden legen. Und jetzt? Und jetzt geht's an, er muss ins Buch schreiben. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ah, ich will hier raus. Okay, oder gib uns ein... Oh. Mach zu. Mach mal das Radio noch aus. Nee, mach mal das Radio aus. Mach mal das Radio ich geh da nicht nochmal rein, das kannst du vergessen. Okay, ich mach das Radio aus. Ich geh da nicht nochmal rein. Das war echt störend, ne? Geh nochmal ran. Nee, ich geh da nicht rein. Pascal, geh du da rein. Der ist sympathisch. Du bist, ich bin der Einzige. Ja, wir sind alles Frauen. Du bist der Kerl. Geh da rein. Du bist der Mann hier. Alles Frauen, du bist der Kerl. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du?
Gib. Komm mal alle rein. Gib mal alle rein. Alle rein. Pat, komm auch rein. So, und jetzt machen wir mal zu hier. So. Okay. Also, heilige Scheiße. Jetzt beschwören wir ihn. Nee, wir beschwören gar nichts. Sag mal seinen Namen. Nee, sag du seinen Namen, Pascal. Nee, mach das Licht ab, mach das Licht sofort an. Nein, warte, wir müssen einen Kreis formen. Los. Genau. Wie sie ihre Arme so ausbreitet, das kann ich leider nicht, sorry. Genau. Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch, Mark Miller. Schreibe ins Buch, du Huren. Hey, warte. Nee, ohne Scheiß, das Spiel erkennt es auf keinen Fall. Ist echt so. Die Tür. Der wird dann sauer, Dennis. Der wird sauer. Die Tür ist zugegangen. Nee, die Tür ist nicht zugegangen, aber es ist jetzt irgendwas... Wie wenn ich beleidige, hört ihr das? Als ob der weiß, was ein Huren ist. Weiß ich aber auch immer. Weiß ich auch. Oh, Leute. Was? Was war das? Ich hab das auch... Da! Die Tür geht einfach auf. Was muss ich machen? Der kann's ja nicht sehen, jetzt kommt, warte! Schreib ins Buch. Ich hab auch ein Zeichen. Wo bist du? Was muss ich machen? Was ist da unter dem Bett? Wir wissen nicht, ich wo Steps, ist. Ich höre Steps, der ist in der Nähe. Seid ihr bescheuert, wie hier ist in der Nähe? Seid ruhig! Mach die Lampe aus! Wir gehen hin, wie du da sitzt. Daddy, was passiert hier? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir uns im Geist darauf verstecken. Hey, ich hab ne Flasche in der Hand! Warte, egal, Doppelklang. Hey, Geist, ist hier, links! Oh mein Gott, ja. Er ist hier. Hast du ein Bild bekommen, Putzi? Nee, er war... Daddy, was hab ich in der Hand? Komm rein, komm rein! Weiß nicht. Mach zu! Aber er stand hier... Ja. Er stand hier beim Dings. Dennis, geh wieder... Dennis, komm zurück! Dennis, jetzt kommt zurück! Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Schreib ins Buch. Soll ich mal die Videokamera hier aufstellen? Das war ich nicht, nein. Soll ich die Videokamera hier aufstellen? Ja, oder? Ja, mach mal. Dann gehen wir. Dennis, ja genau, stell mal die Videokamera auf. So, und jetzt? Hab ich. Okay. Hast du eingeschaltet? Ja, genau. Mhm. Und jetzt? Okay, wir müssen zurück zum Van. Achso, ja. Wir müssen das beobachten, oder was? Genau, ein Beweis ist zum Beispiel... Das kommt auf den Geist an. Genau, dass man in der Kamera was sieht, so ein paar Sachen in der Luft. Oh Gott, er jagt, wir müssen uns verstecken. Was heißt er jagt? Er jagt. Oh. Was jagt? Er macht die Tür auf! Komm, Mike Miller! Was war das? Bist du dumm, Dennis? Bescheuert? Ist das gut? Okay, ist wenn die Lichter flackern, jagt er, dann müssen wir uns verstecken. Meine Taschenlampe haben die aus dem Fall. Meine Taschenlampe. Ach, da ist sie ja. Oh, gut, okay. Oh mein Gott, Mann, wie du dich jetzt verpasst. Ja, weil ihr mich einfach nicht rein... Ich hab Schritte hinter mir gehört, ihr habt einfach die Tür schon gemacht, Mann. Die Tati so... Ja, warte, kurz, sei ruhig. Die Tati so... Die steht so... Ich bin die Queen des Horrors. Frau Erste, ganz anders... Boah, Dennis... Boah, warte mal. Mark Miller! Oh, was hat der Jagd? Wie die Mark Miller sagt, und wegrennt. Natürlich, damit er dich holt. Er ist wieder im Zimmer. Wir schauen mal im Van, genau. Ob der Orb an ist. Okay. Alter. Ey, das Spiel macht mich fertig. Das war noch gar nichts. Denso. Müssen wir Asylum machen, ey. Der Richard Williams. Asylum ist furchtbar. Oh, war grad 10 Ausschlag. War grad 10. Ach, Dennis, guck mal. Hier sind die Sanity-Werte richtig runtergegangen. Hier auf der Liste. Und je niedriger der Wert, desto eher greift er dich an. Es ist ein Geisterorb, Geisterkugel. Geisterkugel. Ah, nice, okay. Oh, neuer Beweis, Dennis. Geisterkugel. Okay. Geisterkugel. Aber da geht das Licht an und aus, hast du gesehen? Ja, das ist nicht das. Das kann auch sein. Ja, der ist da drin auf jeden Fall.
Okay, ein Beweis fehlt uns noch. EMF, Geisterbox, wissen wir nicht. Der hat die Panja gedroppt, ne? Ja. Nee, das war EMF, was sie gedroppt hat. EMF, ja, ja, genau. Fingerabdruck, ja. Eine Möglichkeit haben wir noch. Haben wir eine UV-Lampe? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ah, jo. Soll ich die Geister... Ich nehme die Geisterbox noch mit vorher, aber ich guck einfach mal. Leute, euch gefällt das. Vorwärts! Euch gefällt das richtig, ne? Fickt euch alle, so. Boah. Warte mal eben. Geht schon. Boah, ich bin fertig, ey. Ist das gut? Ja, da glaube ich euch. Was schreien die im Chat? So, Dennis. Ja, Dennis, was wir jetzt machen ist, wir suchen jetzt Fingerabdrücke mit der UV-Lampe. Oh mein Gott. Oh, der darf man bei mir auch nicht mit durchgehen. Am Fenster. Okay. Oh, Dennis, ey, Mann. Der will über Blut. Bist du da? Was ist das? Er jagt. Gib kurz ein Zeichen. Ich komm mit Pan, okay. Er hat gejagt gerade. Ihr putzt sie einfach ab, haut und nichts sagt. Er hat gejagt! Wie viele Maps gibt's denn so in dem Spiel? Wo bist du? Hab ich gerade hier gehört? Ich putz ein Zeichen. Ich glaube, der redet nicht. Okay, keine, hier ist nichts. Oh Gott. Was ist das? Komm hier rein. Pan. Warum bleibst du hier stehen? Nein! Ey! Lass mich doch nicht alleine hier! Tati? Achso, mach die Tür zu! Die hat aufgehört. Okay. Boah, die hat aufgehört zu jagen. Check. Oh. Wir müssen. Also, er ist auf jeden Fall in den Raum so drin. Und er hat auf jeden Fall jetzt hohe Aktivität die ganze Zeit. Ey, Pan, komm mit der Taschenlampe, mit der UV-Lampe. Soll ich ihn mal nehmen? Oder machst du das, Tati? Okay. Ja, aber komm dann. Machst du das erste Mal. Dann gib mir die mal. Ja, da unten. Genau, und jetzt auf der Tür und so schauen. Nicht dahin, Dennis, nicht dahin. Nicht hier. Immer in der Nähe vom Raum. Da, schau mal. Ja, ich komme hier nicht durch. Das Radio ist ja wieder an, ne? Das nervt so. Was soll ich jetzt hier gucken? Was suche ich jetzt? Alles, was er angefasst hat. Also, er müsste eigentlich die Tür angefasst haben. Deswegen die Tür mal ab. Schau mal die Türgriffe, ob da irgendwo Handabdrücke sind. Irgendwas kommt. Nee, sind nicht. Okay. Schau mal noch weiter, also es kann überall sein. Leute! Er jagt. Oh, ich höre Schritte! Komm, Dennis! Wo? Oh. Hilf! Ich bin alleine! Dennis, komm rein! Wo ist Dennis? Ich glaub, der ist drauf. Oh, wie du geschrien hast. Ich war hier schon. Ich glaube, Dennis ist Putzi! Putzi! Was? Nein! Ich muss gleich ein Foto machen. Ein Foto von seinem Leichnam. Putzi ist nicht gestorben. Hättest du was? Dennis, da ruhig. Warum? Wie Putzi einfach durch die Wand geholt wurde. Was? Der ist tot? Putzi ist gestorben. Ja, er wurde durch die Wand gekillt. Verarsch mich doch nicht. Komm her. Nee, er liegt hier. Wo seid ihr? Dennis, komm her! Da! Hier, ah. Nee! Oh! Ruhig! Mach Licht aus! Oh nein! Was ist das? Nein, der Pascal getippt, wir müssen raus. Mach die Tür auf. Dennis? Ja? Mach die Tür. Ich seh nichts. Wir müssen. Ja, lass mich die. Wo bin ich? Oh Gott. Das ist raus. Wo bist du? Hinter dir, lauf. Dennis? Lauf. Ich lauf doch. Es geht nur so langsam. Ich weiß nicht, wie man rennt vor mir. Bis zum Wein. Ich habe eine Taschenlampe verloren. Tati? Egal. Da. Mach auf! Manchmal macht er die Tür zu, da kannst du nicht raus. Oh Gott! Boah! Oh mein Gott!
Der war neben mir, ne? Der war neben mir! Ja! Und ich habe eine Taschenlampe verloren. Ich kann ein Foto von ihm machen. Ist egal, ist egal. Oh, scheiße, jetzt müssen wir raten, welcher Geist das ist. Oh, guck mal. Müssen wir nicht nochmal rein? Das ist die Aktivität von dem Geist. Guck mal, der war auf 10. Müssen wir nicht nochmal rein? Nee, guck mal, die beiden sind tot. Und du hast nur 14, ich hab nur noch 17. Wir müssen jetzt gucken. In das Buch. Guck mal, wir haben jetzt als Geist, ne? Als Geistertyp haben wir Phantom, Mare, Yurei. Okay, Yurei ist es nicht, weil Yurei sind immer. Guck mal, wenn du jetzt nochmal nicht so zurückgehst, sind die Beschreibungen von den Geistern, ne? Ja. Geh jetzt nochmal zurück. Warte. Yurei. Ein Yurei ist ein Geist, der in physische Welten zurückkehrt, um was bla bla bla. Stärken. Yureis haben Stärkung und Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Okay, warte mal. Das könnte aber sogar mal schwächen. Wenn sie den Raum des Yurei ausräuchern, wird er für längere Zeit nicht mehr. Hat einer von den beiden. Warte mal, gab es den Geisterorb? Also ich kann dir sagen, dass das war so wie so ein Schleier, der neben mir hergelaufen ist. Die sehen immer verschieden aus. Wichtig ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier so eine kleine Flut. Oh, hast du gesehen, was da gerade war? Nee. Da ist gerade irgendwas geflogen in der Kamera, hinten an der Tür. Warte mal, ich muss mich mal kurz anders hier hinstellen. Warum gehen wir da nicht nochmal rein? Weil unsere Sanity low ist. Desto lower die Sanity, desto aggressiver ist der Geist. Ach so, okay. Du stirbst also da drin. Wenn wir hier jetzt so eine weiße kleine Kugel sehen würden, die hier so rumfliegen würde, wäre das ein Geisterorb und den haben wir, glaube ich. Also, wir haben Yurei, ne? Da flog gerade schon wieder was. Echt? Hier in der Ecke flog gerade was, hier. Ja, das ist ein Geisterorb. Aber hatten wir den gar nicht? Hab ich gesehen, warte. Hat man den eingetragen? Ah, den hatten wir eingetragen. Oh. Okay, was heißt das? Hier, wir haben Gefriertemperaturen und Geisterorb, ne? Warte, geh nochmal auf den, wir müssen jetzt... Wenn man jetzt noch den Chat dabei liest, bitte. Der hat nicht ins Buch geschrieben, ne? Da liegt das Buch. Kann also kein Yurei sein, Dennis. Ne, der hat nicht ins Buch geschrieben. Dafür in dieses Buch. Okay, dann ist er das nicht. Würdest du mich jetzt sehen, wenn ich dann da reingehen würde in der Kamera? Ja. Soll ich das Buch holen? Ja, dann, Aber, also ich... Okay, Dennis? Nee, ich geh da nicht rein. Was? Nee. Wenn du ein Foto machen könntest von dem Geist, dann kriegen wir auch nochmal extra Punkte. Ja, da kannst du alleine rein. Bist du bekloppt? Ich geh doch nicht nochmal da rein. Oder von der Leiche von Pascal kriegen wir auch Punkte. Ja, dann lass zusammen reingehen. Ja, ich geh da nicht nochmal rein. Komm, jetzt stell dich nicht so an, komm. Da. Nee, wir machen... Dennis, komm in die nächste Runde. Wir kriegen das schon hin. Okay. Warte, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil die anderen beiden sind gerade in der Totenwelt die ganze Zeit. Schau, was heißt das? Was passiert dann? Die beiden wuseln gerade über uns rum. Wir können die aber nicht sehen. Um uns rum. Hören die uns? Anzugreifen. Mach mal deinen Chat, was die denken, was es sein könnte. Warte mal. Okay, Chat, was denkt ihr? Warte. Phantom, Mare oder Yurei? Yurei ja. Muss es sein, also Phantom. Kannst du die Beschreibung immer zeigen nochmal? Ja. Kannst du mein Buch gerade sehen? Ja, ich sehe dein Buch. Dämon und Yurei, ne? Ein Dämon ist mit einem. Wir haben Dämon ist nicht Phantom, ich wechsle die auch mal. Phantom wäre das hier. Warte. So. Ah. Ein Phantom ist ein Geist, der von den lebenden Besitz ergreifen kann, meist beschworen durch das... Also er hat den auf jeden Fall erwürgt, habe ich gesehen. Aber sagt das was aus, wenn er den erwürgt? Ich höre Schritte. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher bei den... Hörst du das auch? Bei den Geistern, nee. EMF Level 5, ja, mein Gerät war halt unten, das ist mir runtergefallen. Fotografieren Sie das Phantom? Also wir haben keine Ahnung, welcher Geist also das ist, ne? Wir müssen jetzt halt anhand der Beschreibungen gucken. Mare. Eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Oh. Ja, es war dunkel. Warte mal. Es war dunkel und er hat dann im Dunkeln den Pascal und den Putzi erwürgt. Aber der hat nicht auf die Geisterbox geantwortet. Das ist halt auch wieder doof. Die hatten wir ja, die Geisterbox. Hm. Vielleicht jetzt mal auf Phantom gehen, ne? Mhm. Der hätte EMF Level 5. Das ist das Einzige, was wir nicht nachkontrollieren konnten. Deswegen würde ich einfach von Tom einloggen und probieren, ob der das war. Alter, da rollt. Guck mal, da rollt alles durch. Siehst du das? Da rollen Flaschen durch. Guck mal. Ja, der dreht ja gerade durch in den Raum. Oh mein Gott. Ehrlich. Guck mal, stell mal hier unten bei Beweise bei dir Phantom ein. Immer Buch wieder finden. Immer machen. Da ist er doch. So, Geistestyp Phantom, ne?
Und dann? Mach mal die beiden Beweise auch. Gefriertemperaturen und Geisterkugel. Kann nichts machen, kein Beweis. Ach so. Was für ein Gefriert... und? Gefriertemperaturen und beim zweiten Beweis Geisterkugel. Habe ich. Okay, und dann kannst du unten bei Geistertyp jetzt nochmal Phantom auswählen. Habe ich. Okay, dann Buch weg und wir machen Feierabend. Was heißt das jetzt? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt das Phantom war. Okay. Wir werden es gleich sehen. Boah. Wir machen Feierabend. Alter, was ein Spiel. Ja! War das? Ja! Ja, Phantom! Ja! Phantom! Phantom, High five, Opa! High five, alle! Ja! High five! Bam, warum? High five, warum? High five. Der Dings war. Warum bin ich und Dings aber warum gestorben? Warum hat er uns getötet? Ja, und Pan war die lauteste von uns allen! Warum ist Pan? Vor allem, ey, der ist. Wir waren im Dunkeln, wo. Vor allem, der ist ganz. Der Pascal saß ja neben mir, ne? Und dann ist er so ganz ja, langsam so. Der ist so an mir vorbei, so. Und dann macht er so. Ja! Aber das eigentlich, also eigentlich geht er auf die lautesten und die Leute, die die Taschenlampe anhaben. Pascal und ich haben gar nichts von beiden kapiert, so, alles beide so gemacht und riesig gestorben. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Aber ich verstehe nicht, weil ich verstehe so die Mechanik manchmal nicht, weil wir waren wirklich leise. Aber es hat gestimmt. Hab ich sofort ausgemacht. Vielleicht haben wir es einfach verdient, ne? Machst du also denn da immer? Aber stehst du da immer so? Ja, ich habe jetzt mein Headset noch neu investiert. So. Ja, jetzt kommt aber der. Ist ich mein, müssen wir jetzt in das gleiche Haus wieder? Schon mal. Es gibt mehr. Nee, da gibt es mehrere Sachen. Es gibt ganz ein paar. So 5, 6, glaube ich. 5. Genau. Fünf, aber warte, ich will einmal den Chat lesen. So, warte mal. Was nehmen wir als nächster? Achso, ich bin nicht mehr Lobby-Leader. Ja, ich guck mal. Ich kann wieder Taschenlampen hinzufügen. So, geht's wieder, Chat? Ich mach kurz eine Pause. Geht's wieder? Okay. Wie gefällt's euch? Alter, ich bin so durch. Ist das anstrengend, Alter. Ist das anstrengend. Boah. Ist das anstrengend. Ich brauch... Alter. Geht sofort weiter, warte. Noch eine Runde? Sollen wir noch eine Runde machen? Boah. Eine Sekunde, Chat. Ich muss kurz eine Sekunde mal durchatmen. Oh. Alter. Ey Leute, ne? Danke für die ganzen Subs, Alter. Wirklich. Boah. Wie findet ihr das Game, Chat? Boah. Sollen wir das öfter spielen? In VR?
Okay, weiter geht's, ne? Bin ich jetzt noch in der Lobby? Hallo? Oh. Ah, warte kurz. Muss wieder in die Lobby. Eine Sekunde, Leute. Okay. Hallo? Ich hab ne Idee. Wie... Hallo? Hi Dennis. Ihr seid Mizzets. Dennis. Du bist gegangen. Ja, ich dachte, ihr habt Pläne, um mich zu erschrecken. Ja, ich musste kurz eine Pause machen, Alter. Das ist so krass, ey. Wir sind gestorben. Du musst uns sterben lassen. Niemals! Konntest du nur, ey. Das Krasse ist, ich finde, also wo ich das letzte Mal VR gespielt habe, ne, ich hatte so das Gefühl, also es war alles so verschwommen und nicht so cool anzusehen, aber es ist krass, wie scharf das eigentlich alles inzwischen ist. Ja. Hast du eine neue Brille? Warum ist das noch krasser? Das ist super. Das ist eine der besten VR-Spiele überhaupt. Das ja, ist, aber das ich habe halt ich hab Spinnenangst und ich habe beim Spiel fast geweint, weil ich es so krass fand. Also ich will auf jeden Fall Star Wars Immortals wollte ich spielen. Und was ich auch mal spielen wollte, ist Star Wars Squadrons, also dieses neue mit VR. Das habe ich sogar. Oh, ich habe es noch nicht gespielt. Hast du es, Putzi? Dann müssen wir aber mal zusammenfliegen. Ich hab's. Das wird ziemlich cool. Also ich hab's, aber ich hab's noch nicht in VR gespielt. Das muss, Tati muss sich das auch runterladen und... Dann fliegen wir alle zusammen in. Da kannst du ja eine Staffel fliegen in VR, Alter. Kotze dem Strahl. Ja, voll. Aber gerade sagen, da kotze ich auf jeden Fall. Könnt ihr alle bereit drücken? Ja. Natürlich. Haben wir alles Sachen. Die nächste Runde. Haben wir alles. Ja, okay. Boah, ich find's aber. Also. Es ist krass mit. Ja. Irgendwer von euch muss aber aussuchen. Ich kann nicht. Ja, hab ich schon. Ja, ich glaub Pan, oder? Ja, genau. Ich finde aber auch nicht so stark. Genau, wir spielen jetzt so ein Haus, ne? Mhm. So modernes. Aber die haben die jetzt nur auf fortgeschritten. Ist aber nicht so schlimm, wie du denkst. Anfänger ist schlimmer. Deswegen, ich drücke jetzt mal Start und sag mal, wir sehen uns gleich wieder, ne? Okay, dann go. Yo. Okay, ich wollte noch ganz kurz sagen... danke, liebe Leute, ne, die Zuschauer auf Twitch, dankeschön für, wir haben gleich, wie spät haben wir gerade? Ist irgendwo sehen? Weiß einer, wie spät es gerade ist? Wir haben 10 vor 12. Wir haben 10 vor 12 und es gucken gerade 1100 genau. bis 1200 Leute noch zu. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, Horror Games, ne, das ist genau euer Ding. Ihr liebt es, mich zu quälen und die hier lieben das auch, ne? Aber ich muss sagen, es macht auch echt Laune, aber ich fand gerade die schlimmste Szene, fand ich, als wir, als ich alleine ganz kurz von euch getrennt war, da ging mir richtig die Sause. Wenn man so zusammenspielt, ich finde, ja. Das ist ja, ne? Aber wenn du alleine in einem Raum das, sitzt... Du mit mir was du mit mir am Anfang gemacht hast, scheiße, boah. Ne? Penner. Also vielen Dank, lieber Chat, und danke für den ganzen Support. So. Support! Und schreibt mal in den Chat, ob ihr öfter wünscht, dass diese Konstellation hier mal Phobia spielt, Leute. Mit VR. Schreibt es mal jetzt in den Chat. Oder wenn ihr auf YouTube seid, in den Kommentaren. So, jetzt können wir aber loslegen. Ich bin bereit. Was nehmen wir denn mit? Eine Taschenlampe wieder, ne? Ja, ja, habt ihr alles? Genau, im Everia. Und das Buch Dennis, halt wieder. Das Buch wieder mitnehmen? Ja. Habe ich? Vielleicht machen wir später. Und ich hasse das Haus hier. Ich weiß nicht wieso. Ich find das ganz cool. Das Haus ist super. Ja, das ist. Aber ich finde trotzdem, Dennis muss vorgehen. Okay, wie heißt der Geist? Wie heißt der Geist? Das können wir hier schauen. Gucken, ne? Wie heißt der Geist? Warte mal. Wir haben kein Kruzifix mit leider. Schade, aber ich habe ein Foto dabei. Oh, dreckiges Waschbecken. Und David Johnson. David Johnson. Dennis, falls du dreckiges Wasser. Ganz ruhig, Pascal, ne? Bei David, ne? Sag Bescheid. Okay, was soll's? Was soll ich sagen? Falls du dreckiges Wasser. Falls du irgendwo dreckiges Wasser im Waschbecken findest, sag Bescheid. Oh, okay. Ja, dann mal los, ne? David Johnson. Das ist jetzt fortgeschritten. Ja,
weil fortgeschritten ist, nur dass der Geist ein bisschen früher ist kommt, aggressiver. Genau. Ja, er kommt früher auf jeden Fall. Warte, ich muss mal kurz. Alter! Ist nicht schlimm. Dennis, ich hab plötzlich schon wieder. David Johnson. Halt's Maul, Pascal. Boah, stell mal vor, Visage gibt's in VR. Oh Gott, ja, dann ist RIP. Geht schon. Denzel. Kann man auch so ein Bild mitnehmen? Nee, ne? Oh, ich hab eine Kerze, kann ich damit was machen? Und hier ist ein Schlüssel. Kann den nicht nehmen. Oh, hier ist schon mal Wasser, ne? So, können wir Wasser schon anmachen? Oh mein Gott, Tati! Dass es vielleicht dann dreckig wird, oder? Tati, komm mal zu mir zurück. Komm mal zu mir zurück, Tati. Hier vorne am Eingangsbereich in dem Raum links. Okay, warte. Gib uns ein Zeichen. Guck mal das hier. Wie creepy das ist, oder? Ist aber ein netter, komischer Junge. Ist ja furchtbar. Und was macht er hier? Gib uns ein Zeichen. Hey. Oh, Dennis, warte mal. Was ist das? Ach, kann man die aufmachen? Hä? Hey, woher, das wusste ich gar nicht. Hier ist ein Schlüssel, ne? Wofür ist denn der Schlüssel? Ja, kannst du den aufheben? Gib uns ein Zeichen. Ich will sie einfach nehmen, aber. Was ist das? 5! EMF 5! Oh, eintragen! Hier! Hier, ne, warte! Einfach auf, stehen bleiben, ne? Gib uns ein Zeichen! Oh Gott! Was für? Oh mein Gott! Ja, EMF 5! Das heißt oben, ne? Der ist wahrscheinlich über uns! Ja, ich höre Schritte! Ja, ja, der ist über uns, glaube ich! Lass die Pan vorgehen! Aber wenn... Nee, du gehst mal vor, Dennis! Okay, ruhig! Okay, seid ruhig! Ey, seid ruhig da hinten jetzt! David Johnson! Halt's Maul, Pascal! Ich beende deine Rainbow Six Karriere. Platin 2. Hallo? Hier klackst irgendwas. Das sind wir. Wir stehen zu 10 auf der Treppe. Da muss auch mal sein. Würde ich mal sagen. Hau rein. So, Feierabend. Dennis, gehst du mal hier weg? Geh du doch hier weg, was ich war zuerst hier. Du hast ein Frauenbad, geh raus. Nein, ich war zuerst hier. Hilfe. Wieder da auf. Ich komm hier nicht mehr raus. Dennis. Ich Klastomophobie. Ne, wie heißt das? Hä, Klastomophobie? Was ist das? Oh, was ist denn das hier? Dennis, hier Auto. Ah. Hier ist ein sauberes Klo. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Damn, er gibt mir kein Zeichen, das ist Schwein. Gib mir ein Zeichen. Putzi. Gib mir ein Zeichen. Putzi. Okay. Ja, okay, nee, nur weil wir ihn eintragen, deswegen. Gib mir ein Zeichen. Was ist denn da drin? Warte mal, da leuchtet irgendwas drin. Ich habe kein EMF. Ah, oh, das ist eine Uhr. Gib mir ein Zeichen. Pascal. Pascal? Was? Ja. Was ist das? Was war das? Weiß ich nicht. Seid ihr jetzt steppert? Ich schlage euch zu Brei. Ich bin fertig! Er ist da drin, glaube ich. Der Putzi allein. Geh mal ran, Denzel. Und leg's Buch am Boden und sag mal nach. Und sag, ob er da ist. Bist du da? Schreib ins Buch. Nee, nice try, du kleiner Drecksack. So, warte, ich probiere. Schreib ins Buch. Wer steht da? Hier. Schreib ins Buch. Oh Gott. Schreib bitte ins Buch. Das wäre schon nice. Gib uns ein Zeichen. Das war ich ja, so Radio ging. Achso. Wo seid ihr alle? Hallo? Bin im Badezimmer. Ich muss immer nach unten. Der hat unten aufgeschlagen. Hier, Pascal. Was hast du in der Hand? Hier. Oh Gott. Danke. Ich kann ja nicht sehen. Der zwischen den Beinen, guck mal. Ich sehe da nichts.
Das ist deine Hand? Ich hab keine Ahnung. Hä, hey, ich hab... Was ist meine Hand? Oh, die ist aber ungünstig. Hier unten! Hä? Oh Gott, wir müssen schnell runter, Dennis. Ihr bestimmt, dass er oben ist! Der ist im Keller bestimmt. Was? Was denn? Hol das Buch, Dennis. Hol das Buch von oben. Okay, ich hol das Buch. Hol das Buch wieder im Zimmer, oben rechts, weil da... Bahn ist ein Hasen. Hier hat's grad gepiept. Schreibe ins Buch. Okay. Gib uns ein Zeichen. Oh, Leute, ey. Ich hab's. Und jetzt? Dennis, gut. Ey, leg's hin, hier hin. Oder wo ist die Kanne wechselt? Halt hey, Atem. Ich hatte hier gerade kalten Atem. Ja, hier ist kalt im Atem. Hier, wo ich stehe? Hier. Hier. Okay, hier, warte. Ja. Hä? Ja, wenn ihr das sagt, okay, ich sehe zwar nichts, aber ich vertraue euch. Ah, doch, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Schreib ins Buch. Okay. Also EMF und Gefriertemperatur. Schreib ins Buch. Stimmt. Schreib David ins Buch, Jones. Du Penner. Oh Gott. Gib mir ein Zeichen. Ich hab das selbst gehört. Nein. Nee, meine Taschenlampe geht aus. Hat wir die Überwachung, die Kamera? Ja, hab ich. Ich gehe nicht in den Keller. Stell mal die Kamera. In den Keller bin ich nicht sein, siehst du oben. Wenn der Geist den Strom ausschaltet. Oh, Dennis, soll ich hier die Kamera hinstellen, vielleicht? Dennis, guck mal hier, guck mal. Boah, was ist denn das? You gotta pimp my ride, bro. Boah. Da liegt halt hier, liegt was. Guck mal hier, ein Knochen. Oh ja, hey. Oh, was ist da? Gott. Oh, der Geist ist da. Wie, der ist da? Oh Gott. Nee, ich gehe. Ciao. Wie, der ist da? Wo, da vorne? Da, wo ist Piet? Da singt jemand. Was? War das Putzi, der gerade gesungen hat, oder der Geist? Nee, ich weiß nicht, ich hab nichts gehört. Der Geist singt auch manchmal. Was? Ja. Hast du das gehört? Ich brauch dir ins Ohr. Jupp. Oh. Jemand muss in den Keller, der Strom ist aus. Wer geht? Boah, Putzi, da komm ich mit, Nee, er ist oben. Wir begleiten ich Putzi trotzdem. Stich, ja! Wir lassen Pan einfach alleine auf Ehre. Ich glaube, wir brauchen die Kamera, wenn mich schon im Orb da ist. Ich hab eine Kamera schon aufgestellt im Flur. Okay, super. Dann müssen wir hin oder hingehen und schauen, ob der Orb an ist. Ja, aber machen wir erstmal hast du Strom angeschaut? Ich hab halt die Kamera im Flur aufgestellt, weil der Atem da war, ne? Genau. Ja, wir brauchen nur noch einen Punkt und das könnte entweder Handabdrücke sein, also Fingerabdrücke oder der Orb. Okay, ich hab die Kamera hier hingestellt. Lag der Ball gerade auch schon da? Das ist gut. Leute, oh Gott. Lag der Ball hier gerade auch schon da? Nein. Oh. Nein? Okay, dann geh ich weiter. Welcher Ball? Wo? Oh. Ich höre irgendwas. Aktivität auf 7. Achso, Dennis, hast du gerade was gehört? Ja, das hat so. Was denn? Okay, da war der Geist gerade bei dir. Ja, der Geist war gerade bei dir. Oh mein Gott. Da. Was ist da? Boah. Oh, Licht muss aus, ne? Ja, ich glaube. So, ich rein? Ich geh rein. Komm, Pascal, okay, wir beide. Ich geh mit. Komm, Junge. Oh, nice, okay. Monty und Ash, komm rein da. Oh, warte, ganz kurz. Warte ganz kurz. Als ich hier stand, hier, ne? Wo ich hinleuchte, hier. Ja. Hat's in meinem Ohr geknackst. Ach so, ja, danke. Du bist vor, du bist der Mann. Guck dich mal an, wie breit du bist. Mach mal bitte im ganzen Haus das Licht aus. Oh, meine Pieps. Ah, schön, Mann. Ich muss auch noch mal irgendwann im Feuer. Gott. Der Lichtschalter. Oh mein Gott. Ich hab meine Taschenlampe verloren. Aber dann, weil ich es vor allem noch nicht kenne, ich glaube, dann ist es nur lustig. Sonst hätte ich es jetzt auch. Hör auf! Warte mal! Hör auf damit, Mann! Das ist eine coole Idee. Orb! Ist es Orb? Gesehen. Ja, echt? Ich hab Orb gesehen. Jupp, wie ein Orb? Was ist denn ein Orb? Ja, diese Kugel, da ist so eine Kugel, die dann rumfliegt. So eine Aber guck mal, Phantom könnte hier wieder passen, ne? Weil wir sehr schnell wieder Sanity verloren haben. Aber schon, boah, das könnte sein. Ja, ich sehe kein Orb, wo ist ein Orb? Da! Ah, doch, da ist ein Orb. Da ist ein Orb. Wollen wir denn probieren, ein Foto vom Geist zu machen? Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen, Dennis? Ja, hab ich gesehen. Dann ist es wieder Phantom. Dann ist es wieder Phantom. Jetzt haben wir hier die Extra-Aufgaben. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Ja. Zum Beispiel. Hindern Sie den Geist, sie heimzusuchen mit einem Kruzifix, können wir nicht machen. Entdecken Sie, welche Art des Geistes man schon mal. Und ein Foto vom Geist kann man noch machen. Wollen wir dann Nummer 3 machen erstmal?
Das ist doch nicht schwer. Ja, Nummer 4. Ja, weiß wer halt nice. Kannst du immer machen, wenn sich das ergibt. Genau. Er muss das ja aufdrehen erst. Das können wir nicht triggern. Ich hab meine Tasche noch. Aber denn. Ja? Okay, na gut, dann gehen wir rein, oder? Nee, dann gehen wir rein. Der Putzi hat richtig Spaß, ne? Nee, dann gehen wir rein, dann gehen wir rein. Der sind nur. Da liegt die Taschenlampe! Da! Wen gehört die Taschenlampe? Hat jemand eine? Braucht einer von euch? Ah, ne, ist meine. Ja, na gut. Pascal, du bist so ein Holzkopf. Ne, ich hab eine, sehr ruhig. Er ist auf jeden Fall hier in diesem Raum. Wie hieß der nochmal? Wie hieß er nochmal? David Johnson. Der Beginner? Bahn. Wo bist du? Oh, ich hab mich echt erschreckt gerade. David Johnson. Oh Gott. David Johnson. David. Macht der Geist. David Johnson. Ja, der Geist macht das, ja. Das macht der Geist. Leute, wir müssen das Waschbecken suchen. Nee, das hört man, das hört man. David Johnson. Bewegt er sich der Geist auch oder ist der immer noch stationär? Oh, ja. Was? Ja. Wir sind eingesperrt! Wir sind eingesperrt! Oh, mach die Lampe aus! Mach die Lampe aus, Daddy! Der kommt! Ah! Hat er ihn gekillt von euch? Was soll? Dennis wurde gekillt, ja. Oh mein Gott! Dennis steckt zu den Boden. Dennis steckt zu den Boden. Ich muss den Chat machen, mein Gott. Oh Gott. Mit der Geist hat ihn uns nicht berührt, ne? Also, wollen wir Oh mein Gott! David Johnson, David Johnson, David Johnson, David Johnson, David Johnson, David Johnson. Dennis, falls du mich hörst, du hattest deine Taschenlampe noch an, hast mir die ganze Zeit ins Gesicht geleuchtet. Das war leider deine Taschenlampe, ich hatte meine noch ganz schnell ausgemacht. Pan, sag mal, wo die Sensitivität ist, die Aktivität. Jetzt gerade ist die Aktivität auf 0. Sag mal, wenn sie hochgeht, ich sage jetzt deinen Namen ganz oft, okay? Okay, alles klar. Ich glaube, beide putzen auf Ehre. Okay, okay, okay. David Johnson. David Johnson. David Johnson. Dennis, David, wenn du mich hörst, schreib in dein Buch das Phantom ein und die Beweise. Sonst kriegst du am Ende kein Geld. Ich werde dir das nochmal gleich durchdrücken. Wie denn? Ich kann nichts eintragen. David Johnson. David Johnson. David Johnson. Eure Sanity ist auf 9. Schmutziger Hund. Aber wie geil das auch mit dem Funk ist, ne? Dennis, David falls Johnson. Du mich hörst, im Jenseits. Gefriertemperaturen, EMF Level 5. Und Geisterkugel. Putzi, ist auf 4 jetzt. Ich hab kein Buch. Okay. Geht noch. David Johnson. Okay. David Johnson. David Johnson. Angst. Johnson. David Johnson, hast du Angst? Ich hab Angst. David Johnson. Ich hab Angst. Pascal hat Angst. Ich hab Angst. David Johnson. Ich hab Angst. Runter auf 3, geht runter auf 0. Ja. Du Hure. David Johnson, Hure. David Johnson, du kleine Bitch. David Johnson, David Johnson, David Johnson, David Johnson. Hey, ich sag dir ganz so, du Bitch. Schon der David Johnson, David Johnson. Okay. Da war er. Habt ihr das gesehen, Chat? Er ist da, lauf. Geht hoch auf 4. Ich bin im Bad. Da war gerade. Oh mein Gott. Ich zieh durch. Bitte, lass die Tür offen. Oh. Okay, ich hab ein Geisterfoto, passt. Wir sind fertig. Nice. Boah, ich war so am Schwitzen, ne? Wir sind fertig. Dennis, der Geist ist ein Phantom. Bitte ins Buch eintragen. Ich kann nicht! Wir werden jetzt gleich hier abhauen. Ich beleidige wieder. David Johnson, du kleine Bitch. David Johnson, du Flittchen. Dennis ist ge-
gerade als Geist im Van, habe ich im Stream gesehen. Ich kann das Buch nicht rausholen. Wasser haben wir noch nicht, aber ich glaube, wir fahren erstmal, oder? Nach Feierabend, oder? Da bin ich schon. Du kleinste Rehe, du. David Johnson, du bist. Und ich, wir fahren nach Hause. Wir haben Feierabend. Okay, ich geh. Ich geh. Ach, der hat gerade wieder. Denn das Asylum wartet schon. So, oh mein Gott. Foto von euch. So, und jetzt gehen wir nach Hause. Schön. Was wollte ich mit. Nee, stopp. Ich fotografiere die Leiche von Dennis doch. Oh ja, mach mal. Oh Gott, Putzi ist verrückt, ne? Stell dir vor, der wird jetzt getötet. Ist echt voll verrückt. Oh, da ist auch gerade Halligalli gewesen, ey. Oh. So. Schon spannend, ne? Runter auf 1. Naja, ich bin es richtig am Röhrchen gegeben und jetzt gehen wir. So, alles gut. Feierabend! Let's go! Hey, schön. Sehr, sehr gut. Naja. Da ist auch mal gestorben. Ja, ist echt so. Alter! Leute! So reagierst du, wenn du stirbst? ich bin genau. Ich guck so an die Tür, ne? Der kommt so, man so. Ich denk so, ey, läufst einfach, rennst an dem vorbei, ne? Auf einmal kommt so Hand in mein Gesicht. Und meine Hände so alles im Gesicht. Und dann bin ich auf einmal in so eine Muschi drin oder so, alles so voller Schleim. Und. Ja. Ah ja, so würde ich es auch beschreiben. Und dann bist du den Putzi angeguckt und der Putzi rennt da ruhig. Mach so, David Johnson, du Bitch. Was, Putzi? Ich hab ihn beleidigt, damit er kommt. Ja, wir mussten ihn beleidigen. Ja, ja. Ja, richtig. Ich wollte ihn haben, ja. Aber er war auch da. Dennis, hast du ins Buch eingeloggt? Was hab ich? Hast du ins Buch eingeloggt? Nee, ich wollte das Buch nicht mehr rausholen. Nein, so levelst du gar nicht. Ach so. Ist egal. Was macht das denn, wenn man levelt? Okay, eine Runde machen wir noch, ja? Ja. Warte, ich trinke eben was. Warte. Die Highschool. Oh, Highschool ist aber auch nice. Sehr geil. Ist das besser, wenn man sich dann da aufteilt oder als Maul trotzdem zusammen? Niemand teilt sich auf. Ich glaube, wir müssen uns aufteilen. Ja, glaube ich auch halt, deswegen. Alter. Also Walkie-Talkies. Oh Dennis, mein Gott. Kannst du mich bei dem VR-Chat dann besuchen in meine Bude? Ja, wann machen wir den VR-Chat? Mittwoch, streamst du Mittwoch? Nächste Woche. Nee, Mittwoch haben wir Mittwoch. Lass, vielleicht Donnerstag? Nee, Mittwoch kann ich nicht. Dann. Sonntag. Ja, Sonntag streamt der Putzi, Samstag streamt. Ja, wenn der Putzi streamt, dann passt doch. Nee, aber ich mach da immer andere Dings. Was ist mit Montag? Kann ich nicht. Montag ich kann immer Mittwochs. Ja, mein Gott! Freitags und Sonntags. Ja, Freitag streamt Erik. Ja, Freitag geht nicht. Wir finden schon was, ja? Wir finden schon was. Und wenn wir erstmal ohne Stream machen, dann kann der Dennis erstmal einen Skin schön aussuchen. Du kannst übrigens alles da sein, auch Morgan Freeman, wirklich alles. Es gibt keinen Skin, den es da nicht gibt. Es gibt jeden Skin. Das klingt ziemlich pervers. Wer willst du sein, Dennis? Ich möchte gerne Morgan Freeman sein. Ja, dann weiß ich auch. Aber es ist in VR so anstrengend, ne? Ja, es ist in VR so anstrengend. Du musst das Level aussuchen. Wer wählt das Level aus? Soll ich diesmal Thermometer mitnehmen oder nicht? Ich hab noch ein Thermometer. Ja, das wär gut. Achso, stimmt. Okay. Ja, das haben wir. Und ich nehme einen Putzifix mit. Ein Putzifix. Ganz kurz nur, Leute, ihr könnt das beim Pascal auch aus der Sicht gucken. Der heißt nämlich twitch.tv/Pascal0-4, ja, also wer Bock hat und der möchte das auch noch aus der Sicht von Pascal sehen, weil das ist, glaube ich, auch ganz lustig. Pascal, hast du Facecam? Nee, leider nicht. Wenn der Pascal heute... Was für eine Kante das ist. Genau. Man sagt auch, der geile Pascal, das ist ein zweiter Channel, da kannst du auch schauen. Achso, ja, natürlich, genau, ja. So, seid ihr alle bereit? Ich bin bereit. Ja, Dennis, wir sind jetzt in der Schule. Die ist echt scheiße gruselig. Viel Spaß. Oh, die ist schwer. Oh, das klingt ist ja gut. Die Schule ist groß, klingt groß. Ich sitze gern auf dem Dennis sein Schoß. Du darfst das auch.
Ja, ich fühle mich da auch wohl. Hallo. Wann geht's denn hier los? Ja, du, ne? 90%. Also, ich sehe die ganze Zeit so komische Dinge auf dem Boden. Das ist, ich glaube, das ist vom neuen Update. So Gitter sehe ich auf dem Boden. Ah. Ja, das ne? Das ist der Dennis, das ist der Dennis und der letzte ist immer der Putzi. Okay, Schule haben wir jetzt, oder was? Ja, oh mein Gott, wie groß ist die denn? Ja, guck mal, das ist eine Etage, ne? Ja, es gibt noch eine. Warte. Ich glaube, okay, Putzi muss erst kommen. Putzi muss erst kommen, dann kannst du. Also Pascal, du gehst mit mir. Okay. Oder Pan geht mit mir. Du gehst schön alleine. Nee. Nein, du gehst schön alleine. Einige Missionen werden nur... alleine. Nee. Ah, jetzt. So, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ist denn es? Nee, bei mir... Ach so, oh mein Gott. Das ist prima. Ladies and Gentlemen, wir haben es mit einem Geist namens Joseph Thompson zu tun. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Oh nee. Also alleine los. Das ist nicht gut. Das ist gut und oh nein, ich bin jetzt schon fertig. Oh Gott, was ist gerade in der Wand drin? Das ist Albuquerque, ne? Ja, war wirklich voll in der Wand. Hey, da wurde Breaking Bad gedreht. Hallo? Ja? Ja, klar. Ja, dann mal los, ne? Ja. Denzel, du musst vorgehen. Wer nimmt die Geisterbox mit? Soll ich sie mitnehmen, oder? Mach die aber immer wieder aus dazwischen, weil die ist super laut, finde ich. Okay, Dennis, was nimmst du? Ich hab zwei Taschenlampen. Dennis, du hast zwei Taschenlampen. Ja, reicht. Warum? Zur Sicherheit. Mach eine weg. Nein, warum? Mach eine weg. Du brauchst einen Slot für das Buch. Okay, ich nehm ein Buch. Ich hab zwei Taschenlampen. So schön, ne? Ich könnte aber einschlafen. Ach du Scheiße, seid ihr bescheuert? Da gehst du nicht rein. James Brownstone High School. Hauptsache die Kamera da oben leuchtet noch, weißt du? Oh mein Gott, seid ihr bekloppt? Wer auch immer das war, hört auf zu subben. Leute, ganz kurz, ich sag das immer, aber ich meine das jetzt wirklich ernst. Kein Sub jetzt machen, Leute. Wirklich. Macht das nicht. Ach du Scheiße. Was war denn das? So sah es bei mir früher in Essen an der Schule aus, aber als da noch Leute waren. Ach so. Hör auf, Putzi, ich schwör dir. Ich komm nach Duisburg. Habt ihr es gehört? Was denn? Was denn? Was denn? Wer von euch ist das? Irgendwer macht hier komische Geräusche. Ja, wer war das? Putzi. Ich glaube schon Dennis? Nein, das war Putzi. Okay, Leute, nee, komm, wir gehen los. Das war's nicht. Pascal, du bleibst bei mir, du bist kräftig. Okay. Nein, wir... Ach so. Was? Was? Was denn? Was ist? Bahn! Erinnerungsfoto! Dennis, wir müssen. Der Geist antwortet nur, wenn man alleine ist und wir teilen uns das alle auf. Wie heißt der Geist nochmal? Hört auf zu zappen, Leute! Wie heißt der Geist nochmal? Hat das gerade hier ein Telefon? Ja, das habe ich gehört, das stimmt. Das habe ich gehört. Es geht schon los! Was heißt das, wenn das Telefon klingelt? Oder wo das Telefon ist? Der Geist hat ein Telefon klingeln lassen, wir müssen da hin. Kannst du bitte aufhören, Putzi, ich mag das nicht. Dann. Ich höre nichts, was ist denn? Pandoria. Wer hat doch grad. Check, 99, check. Du Thermometer? Du musst mit Thermometer. Ich hab ja. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Oh mein Gott. Okay, das ist der absolute Horror. Das ist der absolute Horror. Ich hab keine Ahnung, Putzi, ich weiß nicht. Wie heißt du noch? Oh mein Gott. Oder willst du so lange die Geister nehmen? Oh, Tati, ihr schreibt mich doch nicht so. Eigentlich die ganze Zeit was? Müsste, weißt du? Was? Meine Hand ist weg. Meine Hand ist weg. Wie, deine Hand ist weg? Mein Controller ist ausgegangen. Okay. Mein Controller ist ausgegangen. Achso, Thermometer. Okay. Oh, da ist er wieder. Nein, nicht schon wieder. Leute, im Ernst, hört auf mit den Subs. Was machst du da, Tati? Mein EMF-Ding ist schon wieder runter. Mein EMF-Ding ist runtergefallen. Nein. Also es hält den Geist auf, das weiß ich, aber wo ist es? Am Boden. Heb's auf. Okay, okay. Das ist ja weggeflogen gerade. Was soll das? Hey, was? Ich seh nix. Bei mir hast du das an der Hoch... Nee, hä? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Ich glaub, meine Controller... Gib uns ein Zeichen. Mal eben. Oh nein, mein Controller... Ich schau mal, wo es kalt ist. Nicht dein Ernst.
hier mal rauf. Hast du eine Batterie? Der Richter ist leer. Hast du eine Batterie? Nee, nee, ich muss aufladen. Nee, nee, ich aufladen. Dennis? Ja? Dennis, hör mir zu. Mir ist mein EMF-Reader, der ist echt wichtig, der ist irgendwo hier so in die Richtung einfach so über den Boden gerutscht. Ich gucke. Ich guck mal in den Raum hier, aber... Oh, ich kann mich nicht mehr drehen. Oh, Kacke. Oh mein Gott. Hier drin? Wo? Hier drin war gerade mein... Hier drin ist gerade mein Licht, hat gerade geflackert hier drin. Deswegen glaube ich... Telefon klingelt. Telefon oben, oberer Stock. Ich weiß, wo ich bin, ich bin im Raum. Kommt drauf, okay, kommt drauf. Okay, Leute, ich habe leider ein Problem. Meine Controller sind leer und ich weiß nicht, wie lange meine linke Hand noch gilt. Und ich werde jetzt auch zurückgeworfen. Ihr müsst das ohne mich packen. Hallo? Pascal? Es war mir eine Ehre, mit euch gespielt zu haben. Oh, da. Ich rede mal kurz mit dem. Das Einzige, bist du da? Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist, gib uns ein Zeichen. Beim Stromkasten zu bleiben und euch im Notfall das Licht, das Stöhnstrom anzuschalten. Hör mich. Check. Okay. Wo denn? In dem Raum ist er. Ist kalt, oder was? Ja, PD 90 Grad. 6 Grad, 5 Grad. Ach, da war das Telefon hier, okay. Ich rede mal mit ihm. Warte mal, ich gehe mal kurz allein rein. Warte mal, Dennis. Muss kurz mit ihm alleine reden. Ja, mach das. Bist du da? Soll ich das Buch hinlegen? Ein Zeichen. Wie alt bist du? Soll ich das Buch hinlegen? Wo bist du? Pascal, soll ich das Buch hinlegen? Er mag uns nicht. Er kann es machen, genau. Du musst doch warten, bis steht, was erkannt oder nichts erkannt, oder? Achso, da kam nichts bei ihm. Also ich hab die ganze Zeit mit ihm geredet, da kam nichts. Kann ich ganz normal aus der Lobby raus oder fliegt dann hier alles weg? Nee, du kannst raus, aber wieso? Was ist jetzt? Okay, ich probiere nochmal, warte mal. Weil ich jetzt gleich weg bin, meine Controller sind leer. Aber kannst du dich denn noch mal wiederholen? Bist du da? Die sind mit aufladen. Wo bist du? Okay. Okay, sind wir nur noch zu dritt? Ich werde Dennis seinen Stream jetzt gleich gucken, okay? Ist echt so. Check. Okay. Bran, es war schön mit dir, es war super. Ja, Bran, lieber Hund. Tut mir leid, Bran. Gruß geht raus. Pass mir auf meinen Bruder auf. Ich werde ihn jetzt gucken und mich vielleicht ein bisschen über ihn lustig machen. Halt's mal auf. Ihr kriegt den Geist. Tschüss. Okay, Jungs, komm mal her. Was ist das? Oh, Telefon. Telefon klingelt. Warte, stopp. Hier drin war gerade irgendwas. Hier drin hat was. Direkt vor dir war der Geist. Direkt vor dir. Echt jetzt? Er war direkt vor ihm. Hast du ein Bild, Putzi? Nee, ich war zu langsam. Er war nur ganz kurz da. Soll ich nochmal versuchen, ihn zu triggern? Nee, leg das Buch mal rein und sag, dass er ins Buch schreiben soll. Schreib ins Buch. Weiter. Der hat da reingeschrieben. Echt? Hat er? Ja. Okay, er hat ins Buch geschrieben. Ja, ins Buch geschrieben. Okay, ihr Bastarde, ne? Du bist ein Bastard und du genauso. Können wir eintragen. Gästebuch. Putzi, ne, wenn ich dich nächstes Mal sehe, ich geb dir eine Ohrfeige. Ich flieg nie wieder mit dir flug. Nein. Du, danke, dass du mich abgestützt bist. Danke. So, hier, was heißt das? Soll ich dir das Kruzifix hinlegen? Was heißt das? Nix, das ist einfach nur, dass er sich einfach gemeldet hat. Okay, also er ist da drin, ne? Er ist hier hinten drin. Ja, genau. Wenn du J drückst ins Buch, jetzt Geisterbuch schreiben. Was soll ich machen? Also, Buch aufmachen. Das jetzt mein richtiges, ne? Dein richtiges, genau. Und dann beweise Geisterbuch. Ich habe rechts von mir Steps gehört. Nicht gut. Nee, er ist da im Raum drin. Er geht nicht raus. Geisterbuch habe ich. Vertrau mir. Genau, so, dann hätten wir eins. Hat wer eine UV-Lampe oder eine Kamera oder sowas noch von euch da? Nee, leider nicht. Ich habe nur noch Kruzi dabei. Kruzifix. Alter, aber jetzt mal ganz im Ernst, Jungs, ne? Warte mal ganz kurz. Lass mal ganz kurz. Ja. Ganz ernst jetzt. Stellt euch mal vor, ja? Ihr seid wirklich. Würdet sowas in Real Life als Beruf machen, ne? Und dann steht ihr. Warte, hör zu. Dann steht ihr nachts hier drin, so, ne? Und müsst das hier so machen. Habt ihr eigentlich schon mal so eine Gruselgeschichte gehabt? So, wo ihr wirklich gedacht habt, es gibt... Also, habt ihr euch schon mal so richtig erschrocken oder so?
Nee, ja, nee, nee. Ich hatte nur einmal einen Typ gehabt, der nachts auf dem Kindergarten stand. Das war ein bisschen gruselig. Was? Aber sonst? Ja, der hatte keine Beine gehabt, das sah so aus, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Wir haben ein altes Heim, ein verlassenes hier in der Nähe. Denzel. Hörst du das? Der ist hier drin. Ja, der ist da drin, ja. Trigger ihn! Geh mal rein! Ne, Pascal, jetzt gehst du mal rein. Du Fettwanz, geh rein da. Pascal, du machst jetzt mal. Pascal. Okay, ich rede nochmal mit ihm, Pascal, komm. Soll ich dir zumachen? Mach die Tür zu. Der hat auch bei mir erst reagiert, als die Tür zu war. Gib uns ein Zeichen. Nein, ich hab Angst. Bist du da? Oh Gott. Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich hab keinen Bock mehr. Der hat eine Bierpulle in der Hand. Nee, was hast du da in der Hand? Nee. Ey, so ein Geistermonster. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Hast du Angst? Hast du Angst? Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der Scheiße. Heißt. Jason Miller? Nee. Du bist scheiße. Du hässlicher. Du bist hässlich. Geh mal rein und sag das. Okay, warte. Aber mach nicht Tür zu. Geh mal rein. Deine Mutter. Du hässlicher. Bleib drin. Ne, leck mich am Arsch. Geh selber rein. Wie er nur lacht. Du geile Hure. Nicht zu jetzt, Depp. Ich sehe doch deine Hand. John Johnson? Nee, wie heißt der? Komm mal her, Mann. Ich weiß es nicht. Komm mal her, Pascal. Komm mal her. Ja. Oh, so. Einmal umarmen, ne? Muss ja auch sein. Ja, ich muss auch mal sein. Der putzt dir das was an. Du geile Hure. Du hässlicher. Weiter. Komm, bleib drin. Pass auf, wir machen jetzt ein Spiel. Wer es länger aushält mit den meisten Geilen? Okay, Pascal fängt an. Oh mein Gott. Du bist scheiße. Wie kann man so eine Hure sein? Geh weiter. Du bist kacke. Weiter. Du bist richtig hässlich. Oh mein Gott, ich hab Steps. Ich hör Steps, ich geh raus, mach die Tür auf, wieso geht die Tür nicht auf? Mach die Tür auf! Der hat dich eingesperrt! Junge, der ist halt... Hör auf! Wir gehen die Tür nicht auf! Ihr seid so kacke, ne? Die Tür ist zu! Der Putze hilft auch, die Tür ist zu, ne? Die geht nicht auf, guck! Er kommt durch die geschlossene Tür, was war das denn für ein Iron Man gerade? Ich hab Steps gehört. Okay, Dennis, du jetzt. Du bist hässlich. Deine Mutter macht Fotos mit Google Earth. Hier ist Licht an! Was? Der hat Licht angemacht. Ich glaube, er hat mir zugestimmt. Echt? Ja. Er hat wie eine fette Mutter. Die macht immer Fotos mit Satelliten. Du hast ein... Oh, fuck. Okay. Okay, pass auf, Dennis! Ja, mach! Du hast eine fette Mutter. Diese isst zum Frühstück gerne Butter. Du bist eine richtig dicke, fette Bitch. Hallo? Und du Spuk. Komm, wir gehen alle rein, wir beleidigen alle gleichzeitig. Okay. Komm, mach Tür zu. Du warst in der Schule noch nie gut. Bonanza. Ey, was ist das für eine Beleidigung? Weiß ich auch nicht. Du bist ein Hohlkopf. Du kleine Hure. Du bist der hässlichste Geist. Kümmel. Wir sind die besten Geisterjäger. Du bist scheiße. Du bist eine kleine Pimmel. Du hast eine kleine Geisterpimmel. Wenn ich der Geist wäre, ich würde einfach gehen. Was ist das? Geist, in die Hose scheißt die. Wo ist der Geisterle? Wo ist der kleine Gespenst? Das ist bayerisch. Oh, Bär! Oh Gott. Kein Gespenst. Hallo, ist hier jemand?
Der ist hier nicht mehr drin, sag ich euch, Leute. Ich mach mal Lampe aus. Doch, der ist hier, der ist hier. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Was? Wo? Wo? Nein. Was ist das? Oh mein Gott. Er jagt. Warum renne ich so? Warum, wie renne ich? Ich höre hinter mir Schritte. Du Hurensohn. Huch. Oh nein. Ah, geht wieder, geht wieder. Wo seid ihr? Shit. Ah, okay. Boah, ihr seid elende Wichser. Oh mein Gott. Denzel, was war los? Denzel. Bei mir flackert's. Achso. Wie Dennis aber auch sagt, du Hurensohn. Der Putzi, wer von euch Schweine hat die Tür zugemacht? Ich hab die Tür zugemacht. Du, oder? Ich weiß nicht. Sag doch, wir sind ein Team, Mann. Ja, ich achte doch nicht da drauf, Mann. Nächstes Mal, wenn wir Rainbow Spinner... Ich höre das auch nur, du Hurensohn, was soll ich machen? Ich hoffe, die Leute klippen das. Leute, der ist nicht mehr hier, der ist da hinten. Doch, der ist hier, er ist hier, er ist hier. Ja, der war da drin, doch, doch, doch. Kommen alle wieder. Aber rein. Was machen wir denn jetzt als Beweis? Wir müssen ja auch eigentlich Beweise herausfinden, ne? Aber gut. Okay, okay, okay. Du hässlicher Bitch. Wir brauchen ja Beweise. Richtige Ho. Ne? Was war das? Wirf das Kruzifix. Oh Gott. Mach was, Pascal. Wohin? Wirf's einfach. Das Kruzifix okay. Muss man werfen, bevor er aktiv wird. Das könnte also gewesen sein gerade. Also reicht das, wenn das hier einfach liegt? Ja. Okay. Aber heb's wieder auf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hat schon getriggert. Das Ding ist, pass auf. Ja. Jetzt, ja. Wirf es jetzt. Wir, okay, nee, es liegt. Ist okay. Er ist jetzt los. Junge, boah, Junge. Ich dachte wirklich, wer Geist. Der ist irgendwo hier in der Ecke. Hier höre ich den die ganze Zeit. Wie heißt der überhaupt? Ja. Sam Fischer. Ich weiß doch nicht, Mann. Scheiße, ich hab den Namen vergessen. Was wir jetzt machen ist, wir brauchen mehr Beweise. Lass kurz zurück zum Van, wir wissen ja, wo er ist. Ah ja, okay. Alles klar. Oh, das war knapp. Perfekt. Hörst du das? Er kommt. Dennis, lauf. Ich kann nicht, ich bin zu langsam. Mach die Tür zu. Da ist er. Der holt Pascal. Er killt den Pascal gerade. Raus hier. Raus hier. Wo ist der Ausgang? Putzi. Pascal, du geile Bitch. Putzi! Runter. Komm doch! Runter, Pascal ist tot! Mach ein Foto von dem! Pascal ist tot! Ja, scheiße! Das stimmt! Ja. Willst du jetzt zurückgehen? Geh zum Van! Ich weiß doch nicht wo! Ja, ich bin aus! Funk weiter, ich muss wissen, dass du lebst! Ich bin da, Dennis! Wenn was ist, dann weine ich! Wo ist der Ausgang? Ich weiß nicht, irgendwo. Ja, komm, das ist doch nicht. Wo ist das hier? Hier, geh mal so. Hier, schau. Hier, diese Tür geht auch raus. Oh mein Gott. Pascal ist tot. Ja, ich hab's gesehen. Wie fühlt sich jetzt? Der ist sowieso eine Flasche. Pascal ist tot. Denk. Oh, hä? Meine Kamera ist da reingeflogen. Lol. Ja, okay. Brauch sie aber nicht mehr. Okay, gut, easy. Also, Leute, weiter. Denzel, jetzt brauchen wir die UV-Lampe. Und die UV-Lampe, Denzel. Und die Kamera, um zu schauen, was noch da ist. Okay. Denzel, Washington. Ey, wenn du stirbst, bin ich alleine. Mach keinen Scheiß. Nein, da bin ich ja vielleicht. Pass auf. Also, Dennis, was willst du machen? Schau mal hier. Komm mal her zu mir in den Van. Bin auf dem Weg. Dennis? Ja. Dennis, schau mal. Siehst du, meine Taschenlampe flackert? Ja. Er ist gerade bei 10. Siehst du das? Er ist richtig aggro gerade. Okay. Seine Aktivität ist bei 10. Siehst du das? Ja, also wenn wir da reingehen... Wenn du jetzt reingehst, ziemlich tot, ja. 10 ist das Krasseste, was sein kann. Und es flackert auch die Lampe, wenn du B drückst, wenn du den Funk machst. Probier mal Funk. Ja. Siehst du, geht nicht mehr. Er unterbricht den Funk. Bei 10 unterbricht er den Funk. Kannst auch nicht mehr... Willst du mich verarschen? Ja.
Und das Ding ist, aber wenn ich drin bin und du funkst mich an, kann ich sterben, weil der Geist es hört. Also deswegen nicht funken, wenn du drin bist. Okay, also wir beide müssen jetzt echt zusammenarbeiten, ne? Genau, ich hab die UV-Lampe, UV-Lampe. Okay, okay, pass auf, dann nehme ich die Cam und dann gehen wir, müssen wieder rein. Aber er hat sich wieder abreagiert, guck. Ja, ja, deswegen gehen wir jetzt rein. So, ich muss die Kamera positionieren, dann gehen wir rein. Denzel, komm, das kriegen wir hin. Oder meine Taschenlampe. Ich bin Krieger des Lichts. Ja, ich bin ein Krieger der Hose, der Unterhose. Ich weiß. Denzel, jetzt gehen wir rein. Denzel. Guck dir die Tür schon an. Kein Mensch würde in echt da reingehen. Ja, wirklich? Würdest du nicht machen für ein YouTube-Video? Ich würde nicht nochmal probieren. Ja, gut zu wissen. Okay, wir wissen ja, der ist ja oben, der ist oben, ne? Auch. Genau, der ist oben, wir müssen noch auf. Aber würdest du es nicht für ein YouTube-Video machen? Nein. Doch, oder? Eigentlich? Ja. Scheiß auf YouTube, ey. Nee, ich würde schon gern machen. Also so für einen guten Vlog, Dennis, mit dir, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen. Oder? Und ja, die Paar muss auch mitmachen. Passt ihr überhaupt da rein durch die Tür? Oh. Ey, warte mal, komm! Hey, Pascal, komm mal zurück! Ey, Moment, was? Pan? LOL! Das ist Pan! Ey, Pan lebt noch! Guck, was macht die? Guck mal, die Arme! Pan lebt noch! Alter, die hat einen Schock! Aber sie lebt noch! Wir brauchen die Hand, ey! Hey, guck mal, der Arm bewegt sich! Die Hand! Was ist das denn? Oh Gott, die spukt die Pan! Bahn! Schau mal vor, die blinzelt jetzt! Schau mal vor, die blinzelt! Guck mal, der Arm! Bahn! Die ist von besessen! Was macht die? Oben läutet's! Wir müssen hoch, die winkt! Die ist froh, hier zu sein! Ja, lass mal die mal hier, die Alte! Geh mal rauf! Ja, geh mal rauf! Geh mal rauf, komm! Okay, geh mal, lass mal raufgehen! Ja, ich bin hinter dir! Der ist im gleichen Raum wieder, der Psychopath, ne? Ja, genau, pass auf. Also, ich glaube, jetzt wieder hinten, wir müssen die Kamera gut positionieren und geh mal mit deiner UV-Lampe. Mach die UV-Lampe mal an. Warte. Weil du musst überall schauen, ob an der Tür irgendwas, ob an Türen und sowas irgendwo was ist. Habt ihr an? Okay. Das sind so grüne Handabdrücke oder so Flecken oder irgendwas sowas musst du schauen. Also, der ist doch hinten gewesen, oder? Nee, das, nee, wo war das? Wo waren der? Das war ganz durch irgendwie, ne? Es war am Ende, ja. Da, wo Pascal lag, irgendwo. Ja, genau, wo lag der? Warte! Ah, da hinten, okay. Ja, da hinten. Da liegt der Pascal hier. Nee, nächste Tür. Hä? Links? Nee, Putzi, das muss hinter uns sein. Nee, ich glaube, es ist hier. Glaube ich. Oder? Geht schon. Schau überall mit der Vollhand. Was ist das? Ich mach. Hier. Ja. Oh, hier knackst irgendwas. Das da? Oh mein Gott. Warte mal, hier? Ist er hier drin? Nee. Leute, wo ist es? Ich hab doch das gerade gehört. Ich auch. Das muss irgendwo hier sein. Ja, es muss irgendwo am Rand, müssen wir einfach lang gehen. Aber irgendwo. Aber die Türen, also wo wir waren, wir haben ja alle Türen aufgemacht. Also es muss ja eigentlich. Bei mir. Komm. Licht aus. Mach aus, deine Lampe ist an. Deine ist an. Scheiße. Hör auf. Leuchtet meine Lampe noch? Putzi? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, aber er ist hier. Pass auf, wenn er kommt, muss ich verstecken. Ja, ich nicht aus und nichts reden. Ja. Aber was machst du gut, Dennis? Denzel, der Unerschrockene. Irgendwo hier muss er sein. Warte mal. Teilen wir uns auf. Du gehst rechts, ich geh links. Was? Ich schätze das an. Aber warte mal, hier sind Türen offen. Hä? Wo ist er denn? Gott. Hä? Ich hab. Hier, warte mal. Nee.
Nee, nee, nee. Ich hab die Orientierung verloren. Ich auch. Lass mal alle. Ja, also. Hä? Schlägt denn bei dir was aus? Nee, 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 nee. Also, ich habe Temperatur und wenn es kalt wird. Warte mal, hier? Nee, oder? Aber es muss irgendwo rum sein. Also, deswegen würde ich sagen, teilen wir uns mal auf, oder? Okay, ich geh geradeaus. Ja, okay, dann will ich auch. Okay. Mach die Tür in den Brüller auf und schau mal, wo drin war. Sieh, der ist irgendwo hier. Ja, Celeste, versteck dich. Nein. Mach die Lampe aus. Ja, ja, ja. Oh, shit. Oh, Gott. Okay, ist wieder gut, ist wieder gut, ist wieder gut. Oh. Hä, wo ist er denn? Hört auf zu zappen, Leute! Hört auf! Da hinten! Ich höre ihn! Jim, wir müssen geradeaus! Warte! Wir müssen geradeaus! Ja, hier links jetzt, oder? Hier! Oder? Nee, geradeaus! Hier! Komm zurück! Hier muss das gewesen sein, hier! Du geh mal so und sag mir... Pass auf, geh du mal so, ich geh anders, okay? Okay. Sag, wenn er da ist. Oh mein Gott. Vergiss nicht zu funken, wenn er bei dir ist. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Da gehe ich nicht rein. Ich glaube, er ist bei mir. Also in meine Richtung. Wo bist du? Hörst du mich? Ja, warte. Hier? Okay, komm zu mir, verfolge meine Stimme. Er kommt. Putze, ich glaube, er hat mich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wo bist du? Ich hab hier Schiff noch. Warte mal. Hier ist eine Tür offen, glaub ich. Nee. Fahr, ich hab mich wieder verloren. Ich weiß nicht. Oh! Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich auch nicht. Er war auf jeden Fall. War der hier? Boah, das ist so riesig! Denzel! Ja, wo bist du? Hier. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, hörst du mich? Ja, rede mal, komm mal zu mir, komm mal zu meiner Stimme. Hallo. Aber wo könnte er sein? Red mal weiter. Putzi? Hier, ich hab's. Komm zu mir. Okay, ich hör dich, warte. Okay. Hier. Ich hab's gefunden, glaube ich. Okay. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich seh dich. Okay, hier ist. Und hier jetzt so
UV-Lampe leuchten. Ich komme, warte. Okay. Hier bei der Tür überall zu schauen. Boah, Alter. Ne, hier ist aber nichts. Hier nix? Nein, hier ist jetzt nichts. Schau mal. Nee. Warte mal, ich positioniere mal die Kamera hier. Wo ist denn Pascals Leiche? Hier blinkt's. Shh, komm, komm, komm. Der war vor mir. Putzi. Putzi. Oh Gott, ich hau ab. Wo ist der Ausgang? Raus hier. Ach du Scheiße. Okay, einfach raus, einfach raus. Einfach raus. Aber wo? Oh nein. Ganz ruhig, Dennis. Muss nur den Ausgang finden. Da ist ein Treppenhaus. Nein, da ist eine Wand. Wo ist der verfickte Ausgang? Okay, er ist hinter mir irgendwo. Ich muss nur weg von ihm. Wo ist der Ausgang? Scheiße. Sie ist da hinten. Okay, wenn er da hinten ist, das heißt, ich habe hier Ruhe. Ich muss nur hier raus. Ich hau einfach ab. Alles gut, Dennis, du schaffst das. Oh Gott. Wo ist denn dieser Ausgang? Oh Gott, nein. Ich muss nur raus. Ich gehe einfach den Weg lang. Ich schaffe das. Fuck. Hallo? Da ist der Treppe. Okay, okay, okay. Okay, dann muss ich runter. Ich hau ab. Ich hau ab. Ist mir egal, was das für ein Geist ist. Ich hau einfach ab. Fick den Geist. Nein! Ab. Ist mir egal, was das für ein Geist ist. Keine Ahnung. Da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nie wieder rein. Alter, leck mich am Arsch. Bin ich am Schwitzen. Oh Gott. Wo ist die Kamera? Kann man das bloß alleine spielen? Mach, wie geht das? Hallo, wie geht das? Mach die Tür zu. Komm ich ja weg? Scheiße. Wie geht das? Hey, wie hat die das gemacht? Hilfe! Ich hau mir einfach Pillen rein, keine Ahnung. Wie komme ich hier weg? Wie hat die das gemacht?
Der kann dafür immer wohnen. Ich bin der letzte Überlebende. Pandoria lebt auch noch. Komm ich hier weg? Ich geh in die Lobby. Für mich ist das beendet. Ich komm hier weg. Hallo? Hallo? Mein altes Mikrofon wieder? Boah, hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay. Leute, ich musste raus. Ich musste raus, Alter. Weil das Problem ist, ich konnte die Lobby nicht beenden, weil die Paar noch am Leben war. Jetzt, wo ich gerade vorm Van bin. Nein! Der hätte sich so eingeschissen. Boah, Alter, wenn du da um die Ecke gekommen wärst, ich wäre, glaube ich, gestorben. Alter, Leute. Und an alle, die den Sub da gelassen haben, fickt euch! So. Ich bin fertig. Junge, was ist das denn, Alter? Das spiele ich nicht nochmal. Ey, in der Schule, das war das Schlimmste überhaupt, ne? Und am Schluss hat das Lämpchen noch geflimmert. Alter. Achso, die sind im Discord, ne? Warte mal. Alter. Digga. Nee, da war ich raus. Leider zu spät gesuppt. Oh, warte. So, jetzt wieder? Hört ihr mich? Hallo? Oh, ich höre euch nicht mehr. Warte, ich muss das Headset noch ausstellen. Oh Gott, ich bin so fertig. Warte. So, jetzt haben wir was. Ich höre euch nicht mehr. Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh nein. Warte. Ah, warte. Ich habe das falsche Dings ausgewählt. Moment. Oh. Alter. Welches ist denn das jetzt? Scheiße. Weil wir default. So, default. Warte. Oh, jetzt höre ich euch. Sag mal was. Ja, was war denn das für ein Geräusch? Okay. Wir hören dich nicht. Aber ich höre euch. Warum hört ihr mich nicht? Hä? Also wir hören dich schon, aber halt. Du musst das Mikro, glaube ich. So, hört ihr mich jetzt? Hört ihr mich jetzt? Hallo? Ja, irgendwie buggt das gerade rum. Warte. Ich muss einmal das Spiel beenden. Moment.
Alter, ich bin so todmüde, ne? Es ist so anstrengend. So, warte. So, Speakers. Okay, habe ich. Jetzt muss ich ganz kurz bei Discord gucken. Oh Gott. Ach, Ausgabegerät, so. Jetzt müsstet ihr mich hören, oder? Wir hören dich. Ja. Ich höre euch auch, okay, nice. Genau. Denzel, was war denn das für eine Rettungsaktion? Ja. Digga, meinst du, ich gehe da nochmal rein? Bist du bekloppt? Warum bist du mich mit dem Truck weggefahren? Jetzt war alles umsonst. Du hättest mit dem Truck wegfahren können, dann hätten wir Geld bekommen. Nein, konnte ich nicht. Ich glaube, es ging ja doch. Du hast ja, glaube ich, falsche Taste gedrückt. Nee, das Problem war, die Pan war doch noch am Leben. Das ist egal, du kannst trotzdem fahren. Nein, ich habe alles gedrückt, es ging nicht. Aber du kannst fahren. Also, dann hast du vielleicht einfach falsche Taste oder so, aber du kannst fahren, auch wenn alle noch leben. Ist egal, es muss kein Truck sein. Du kannst einfach losfahren. Alter. Aber, Denzel, ich hab so gehofft, dass der Geist nochmal kommt. Ja, ich auch. Ja. Ihr Mistkerle, ohne Witz. Ey, das hat mich so fertig gemacht, das Spiel, ne? Hat sie Spaß gemacht, aber. Vor allem dieser Moment, wo Dennis so alleine war, er so, oh nein. Ja. Boah. Hast du ihn aber einmal gesehen? Ja, als er dich gepackt hat, habe ich ihn gesehen. Oh, okay. Ganz kurz. Okay. Und ich hätte gedacht, er hätte mich gepackt. Doch, okay. Ich bin so fertig, ne? Solange jemand noch drin ist, kann man nicht fahren? Hä? Also wir haben das, glaube ich, aber auch schon mal gemacht. Nein, wenn noch ein Lebender im Gebäude ist, kannst du nicht losfahren. Echt? Mhm. Okay, vielleicht reicht es, wenn er dann einfach im Außenbereich ist. Ja, kann auch sein. Weil das Ding war, ich war einfach nur im Außenbereich, aber die waren noch drin und sind weg, also und die waren im Auto und sind wir losgefahren. Und da, okay. Boah, das war so anstrengend, ne? Also mit VR ist echt heftig anstrengend. Finde ich. Das glaube ich. Ich habe es noch nie in VR probiert. Also ich. Boah, musst du mal machen. Ja, voll, will ich gern. Ah, sorry, ich dachte im Auto, okay, komisch. Aber hat Spaß gemacht, Denzel, musst mal. Bam! Also, aber hat sehr Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja, voll gerne. Aber dann würde ich mir wünschen, VR-Chat, komm mich mal meine Bude besuchen, ich wohne in New York, warum kommt denn keiner? Jetzt noch in VR-Chat, bist du wahnsinnig? Nicht jetzt, aber bald. Muss ja auch erstmal nicht für den Stream sein. Lass doch mal da unterhalten und malen. Nee. Ja, klar. Immer malen. Malen ist wichtig. Das ist voll chillig, Dennis. Ich kann nicht Skyline sehen. Und zwar, komm doch mal in meine Bude da. Ich mal den Dennis ein Herz auf den Bauch. Ja, ich sitze da immer alleine. So. Boah, ja. Und warte, bis er vorbeikommt. Ja, wirklich. Ich sitze hier immer alleine. Wie kann denn bei dir einfach der scheiß Controller in so einer Situation ausgehen? Bist du doof? Oh, vor allem habe ich gerade noch den Controller ein bisschen aufgeladen und dann bin ich wenn mit nur einem Controller, ne, und dann ja. Du hast dann auch noch gewunken. Genau, Alter. Die Controller, die waren hier am Kabel angeschlossen, am PC, da habe ich die ganze bewegt. Ehrlich? Ich dachte schon so, was ist das, warum? Wir haben gedacht, das ist ein Bug. Genau. Vor allem der Körper sah auch so komisch aus, der war so gebogen, alles, ja, bei mir zumindest. Ja, weil das jetzt so komisch da liegt. Alter, das hat mich richtig fertig gemacht, ne. Also der letzte Moment, wo du, ich hatte wirklich Angst, in dem Spiel alleine zu sein. Ne? Wenn du mit wenn du mit den Leuten unterwegs bist, ist das so eine Sache, weil sobald du alleine bist, ist Horror auf Erden, finde ich. Ich war auch einmal alleine, das ist so schlimm, denn du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du stehst da so und denkst so, was mache ich jetzt? Aber Pascal, wenn du das in VR spielst. Ja, safe. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, klar, das ist logisch. Ich auch gerne, da bin ich auch gespannt. Boah, nächstes Mal musst du das mal machen, Putzi. Ich unbedingt. Aber es gibt ja noch diese Psychiatrie da, sagt ihr, ne? Ja, Gefängnis halt, also Asylum. Boah. Ja? Heftig. Weißt du das? Ja, yeah, genau. Aber nee, freut mich, dass dir gefallen hat. Also ich find's auch mega. Ich find's auch echt cool. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das überstehe. Aber nee, ist cool. Echt ein gutes Spiel eigentlich. Also ich hoffe, da kommt noch viel mehr. Also man muss sagen, man muss sagen, sobald man VR einmal sobald man das VR-Setup einmal eingerichtet hat, ist es schon cool. Aber bis da, also dann macht das. Ja, Spiel, der Weg ist ein bisschen ätzend, ja. Ja, das stimmt. Alter, ich träume heute noch von dieser Schule, ey. Ja. Boah. Was denn hier? Ist in dem Asylum dann auch alles dunkel, die dauerhaft, oder was? Dauerhaft nicht, aber ist halt sehr groß auf jeden Fall. Ja, und sehr, sehr groß. Ja. Dass Pan überlebt hat mit 1% Dings, ja. Stimmt, Pano, das ist am Ende nur 1% Insanity. Aber Chat, hat es euch denn gefallen? Euch hat es richtig gut gefallen, ne? Ja, wenn. Ihr elenden
Wir haben uns sehr amüsiert gerade noch. Ich glaube, es gibt so viele Clips, Alter. Ich muss mir die nachher mal alle reinziehen. Nochmal, ne. Erstmal brauche ich eine Pause. Alter, das ist so krass. Du kleiner Hasenfuß. Aber stell mal vor, man würde Visage, dieses Horror-Game, was ja so krass aussieht, mit VR spielen, ganz alleine. Boah, ey, das wäre aber so schlimm. Gibt es nicht eh schon so eine Mod oder sowas dafür? Keine Ahnung. Ich finde es schade, dass es GTA 5 nicht in VR gibt. Das wäre krass. Ja, so ein Third-Party-Ding gibt es auf jeden Fall dafür. Ja, ich aber weiß. Halt immer auf, ja. Alter. Leute, ich hau mich jetzt auch in die Profe. Jo, ich bin ja auch mal weg. Müde. Ich gehe auch schlafen. Schlaft alles schön. Ne? Danke, schlafen, ne? Hat unfassbar Spaß gemacht. Ne? War sehr, sehr cool. Nochmal, Putzi und Pascal, ihr seid elende Wichser, ne? Die Tür einfach zumachen. Du bist da, du hast am längsten überlebt. Ja, echt so. Ja, aber ey, das war aber auch nur Glück. Nee, Skill. Ja, haut rein, Leute, ne, macht's gut. Ja, danke nochmal. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Tschüss, gute Nacht. So, Chat, hat's euch denn gefallen? Alter, ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Boah, das war so anstrengend, ne? Alter. Boah. Das Ding ist halt, wenn du diese Brille aufhast, vergisst du manchmal echt, wo du im Real Life bist, ne? Also wirklich, du bist die ganze Zeit, ich habe wirklich, irgendwann hast du das Gefühl, du bist wirklich in dieser Schule drin, Alter. Und als ich die Brille gerade abgenommen habe, ist mir erstmal bewusst geworden, Alter, hier ist ja alles hell. Putzi, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, ey. Du kleine Bitch. Alter, Leute. Wir müssen echt mal Star Wars Squadron in VR spielen, oder, Chat? Alter. Ja, ich würde echt gerne mal den Chat mitlesen währenddessen. Ich glaube, das wäre noch lustiger. Aber Leute, ich bedanke mich für die ganzen Subs, ihr kleinen Schweinchen. Wie viele Subs waren das heute? Ich möchte nochmal ganz kurz einmal zusammenfassen, bitte. Red Dragon, danke für 5 Monate. It's Lanes, danke für 3 Monate. Sonnenstreif, danke für 100 Bits. Big Joe, danke für 30 Monate. Kai, danke für 2 Monate. Ne, für 8 Monate. Leute, ihr seid echt lieb. Auch wenn das richtig asozial war vorhin. Avier, dankeschön für deine 5 Monate. Philipp, dankeschön für 17 Monate. Whitebeard, dankeschön für dein Sub an Pandore. Tommy Bahunun, danke für 3 Monate. Matze, danke für 33 Monate. Danke, Matze, dass du Kapuzenbub mein Sub geschenkt hast. Dankeschön. Boah. Ja genau, wie viele Subs waren das jetzt heute? Würde mich mal interessieren. Wir hatten 1200 Zuschauer mal, ne? 83 Subs heute wieder, Leute. Ihr seid einfach insane. Alter. Ja, wir sehen uns, ich gehe jetzt pennen direkt, damit ich morgen früh wieder fit bin. Wir sehen uns morgen früh um 11 Uhr wieder. Um 11 Uhr geht der Stream wieder an, ne? Täglich um 11. Und nur damit ihr Bescheid wisst, morgen Abend gibt es auch einen Stream mit GTA Roleplay und vielleicht noch irgendwas anderes. Ich habe für morgen früh ein echt besonderes Spiel vorbereitet. Würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und genau, wenn ihr dann Lust habt, dann sehen wir uns morgen früh. Also in wenigen Stunden schon. Schlaf gut und Dankeschön, dass ihr alle so dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn der nächste Stream dann so mit Horror-Games ist, müssen wir mal schauen. Aber es war echt cool. Dankeschön und danke für den ganzen Support. Und sorry, dass ich jetzt so durch aussehe, aber das war echt Hammer. Also wirklich, danke auch an die Pan, an den Putzi und an den Pazzi. Nee, ich habe ein Spiel, wovon keiner mit rechnet. Haut rein, Leute. Bis morgen früh um 11. Ne? Ich würde mich freuen, wenn ihr alle da seid. 11 Uhr morgens. Ciao.